Zunder. Ja. Ey, es war so ein Chaos gerade mit diesem Projekt, dass nichts hat funktioniert. Jetzt. Es ist jetzt Ton da, oder was? Ich brauche jetzt ist okay. Ton da. Also wir spulen nochmal zurück. Dann mache ich es nochmal. Entspannter als die Hippies. Skandalöser als Watergate. Dramatischer als die WM74. Er hat den Schlag und ihr hoffentlich die Hosen. Hier ist Daniel Veit mit der Veitzeit-Revue im 70er-Jahre-Spezial. Tja. Hast du die gerade wirklich improvisiert, die Anmod mit dem Schlag und ich den Hosen? Halt jetzt die hat er sich aufgeschrieben, hat er voll gesagt. Okay. Glaub doch nicht an solche Fähigkeiten. Ich finde es gut. Wir begrüßen in der Runde heute mal mit einem etwas anderen Look den lieben Martin unten rechts im Bild. Sag doch auch mal was. Ist natürlich, das ist Hildegard und die sagt jetzt nichts. Martin kann heute leider nicht wegen Krankheit, deswegen sind wir heute nur zu dritt, aber wir dachten uns, wir holen uns eine originäre, wahrscheinlich Leserin der Zeitschriften, die wir heute besprechen, aus den 70er Jahren mit ins Programm, nämlich Hildegard. Und falls ihr euch fragt, warum Hildegard sagt nichts. Das ist bekannt. Deswegen haben wir Hildegard nur als Zuschauerin dabei. Allerdings nur in diesem Talk, beim anderen würde Hildegard zu viel, ich kann ja mal rüberseppen. Ich hoffe, da ist jetzt Ton drin. Das kann sein, dass da auch kein Ton ist. Moment. Jetzt ist Ton, genau. Da würde Hildegard zu viel von meiner rechten Schulter hier abnehmen und dann würde sie am Ende auch noch mein 70er-Jahre-Flamingo verstecken. Das wäre eine wahre Schande. Ihr habt es mitbekommen. Erstmal willkommen bei der Freizeitrevue. Seit 2 Monaten endlich mal wieder. Endlich auch mal wieder mit Michi. Schön, dass du wieder mit dabei bist im Stream. Ja, ich freue mich auch. Ja, wir uns auch. Also Fritz... Mir ist es eher unangenehm, aber lassen wir das. Nee. Moment mal, woher willst du denn wissen, dass ich mich freue? Ich will, dass das sofort zurückgezogen wird. Das ist ja furchtbar. Kann nicht wahr sein. Genau. Und wir haben euch ja versprochen, wir machen weiter in der Retro-Freizeit-Revue letztes Mal. Und so tun wir das denn auch, denn ich habe immer noch ein paar Hefte hier, die uns der liebe Schnarchzapfen spendiert hat. Wir haben ja schon die, was war das, die Freundin? Nee, die Revue von 1953 besprochen und heute wandern wir ein bisschen weiter näher ran an die Gegenwart. Nämlich haben wir immer noch die Freundin mit Filmrevue vom 11. Mai 1965. Hier mit. Was sind da schon für eine Eselsohr oben drin? Sag mal. Lilibet, ja, das ist umgeknickt. Das ist ein Zeitzeugnis, das ist ja wohl. Da ist das Heft mal ein paar Jährchen älter und schon wird es behandelt, als sei es von gestern. Genau. Ich darf übrigens alle gerade begrüßen, die jetzt hier auch im Chat alle schon Hallo sagen. Danke, dass ihr mich auch wieder willkommen heißt. Und ich habe extra mir jetzt hier so einen Hochkantmonitor hingebaut, dass ich den Chat besser sehen kann. Das heißt, ich sehe das alles, was ihr da tippt. Und der Hype-Train rollt schon wieder auf Stufe 3. Wahnsinn, es eskaliert gerade. Es werden Abos verschenkt, es wird weiter abonniert. Danke, danke, danke. Genau, ich kann euch alle sehen. Was haben wir eigentlich für, was laufen da eigentlich unten bei uns für Sachen durch? Ist das von YouTube noch? Kann sein, ja. Das haben wir noch nicht. Stimmt, das habe ich noch gar nicht umgestellt. Das ist natürlich blöd. Naja. Ja, das ist natürlich blöd. Aber dann ist das jetzt so. Kriege ich jetzt auch nicht mehr so schnell umgestellt. Stimmt, wir haben ja. Ich meine, die Nachrichten sind auch aus den 70er Jahren. Warum ja, stimmt, wir sehen die Donations aktuell sein? Ja, die sind noch aus den Nullerjahren. Genau, wir haben noch 2 Hefte, nämlich das neue Blatt für die ganze Familie. 1,20 € im Abonnement, zuzüglich ortsüblicher Zustellgebühr. Variierte die? Ich weiß nicht, aber es ist, die internationalen Preise sind, und jetzt können wir mal in die Zeit vor dem Euro zurückblicken, Dänemark 4,90 dänische Kronen, Frankreich 3,30 € Centime, Großbritannien 0,40 Pfund. Zeig mal ein bisschen mehr. Man sieht immer so wenig. Da sind da so spannend ist das jetzt nicht hier. Ja, aber trotzdem halt. Mach doch in Vollbild, damit man ein bisschen uns mehr sieht. Also hier sind mach doch mal richtig, Daniel. Dann sehe ich aber selber nichts. Genau, dann Italien 650 Lire. Ich weiß noch damals, als wir in Italien im Urlaub waren, dabei muss die Umrechnung so, glaube ich, so 1 Mark sind 100 Lire oder so. Kommt das hin? Ja. Klar, wir durften nicht nach Italien in Urlaub. Du durftest aber nach Italien. Ich weiß noch, dass ich als Kind,
dass ich als Kind im Italienurlaub dann immer gefragt habe, wenn ich im Geschäft irgendein Spielzeug gesehen habe, Papa, wie viel ist das in deutschem Geld? Was mir überhaupt nichts gebracht hat, weil ich hatte ja doch Lire in der Hand. Ich hätte dann hat der Papa immer gesagt, genauso viel und dann so 150 Mark für diesen Wasserball. Ja, okay. Ja, ich bin reich. Ja. Ja, so war's. Genau, Fritz durfte aber in Urlaub fahren nach Jugoslawien, als es das noch gab, da waren es 18 Dinar. Da war ich übrigens auch noch vor der Wende. 89 in Jugoslawien, schönes Land. Jetzt ist es ja kein Land mehr. Mehrere Länder. Dann Luxemburg, 21 LFR, das sind wahrscheinlich luxemburgische Franc, wie auch immer der Franc auf luxemburgerisch oder letzeburgerisch heißt, keine Ahnung. Niederlande, 1,75 HFL, was sind HFL? Gulden? Oder? Holländische Flanken. Holländische Flandern. Flundern. HFL-Währung. Flunkern. Holländisches Flunkern. Niederländische Gulden. Gulden, genau. Dann 10 ja. Schülling. Das guldet nichts. Aus Österreich. Und Furan Schülling. Ein Schweizer Franken, 1,50 und 70 spanische Peseten. Also es sind alles ungefähr 1,20 Mark in Umrechnung. Genau. Das ist aber sag mal, diese Hefte kosten doch heute auch immer noch so 1 Euro noch was, oder? Da hat sich jetzt preismäßig gar nicht so viel getan. Weiß ich jetzt gar nicht. Hier ist ein Diana-Sonderheft Bunte von, also ich habe jetzt gerade kein aktuelles Heft da. Ich weiß nicht, von wann das hier ist. 2007. Also die, zumindest diese Wochenhefte, oder? Die Woche heute oder die Monatswoche gestern. Keine Ahnung. Woche heute kommt ja auch nur monatlich. Naja. Echt? Ja, ja. Wirklich? Die Woche kommt heute? Die Woche heute kommt monatlich? Die Woche heute kommt monatlich. Aber wann ist denn gestern, wann wird die Woche zum Monat? Schon bald. Schon bald. Genau, da haben wir schlechte Nachrichten im neuen Blatt von 1978, 13. Juli. Der Schah ist schwer krank. Ist natürlich schlecht. Moment, wir haben mehrere Hefte, oder wie? Ja, nee, wir haben einmal die 1965. Zeig mal richtig die Motive. Du, das ist immer so ein Sekundending und okay, also, weißt du musst auch mal an uns denken. Der Schah ist schwer krank. Rücktritt. Ich dachte, der ist schwer reich. Auch das. Vielleicht galt damals Reichtum noch als Krankheit. Andererseits waren wir da schon... Man kann als Schah zurücktreten. Ich dachte, man stirbt oder man wird umgebracht, was wiederum auf Sterben hinausläuft. Da waren wir gerade während der sozialliberalen Koalition. Da galt zumindest von Seiten der FDP Reichtum sicherlich nicht als Krankheit. Andererseits galt da auch Freiheit nur nicht als Fehler oder wie auch immer das heute bei der FDP ist. Da sehen wir Heino und Maria Hellwig. Man sieht auch Heinos Augen, die habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Die sind doch nachphotoshoppiert da rein, oder? Damals gab es noch kein Photoshop. Wie hat man damals eigentlich Photoshop bedient? Das ist bestimmt voll kompliziert gewesen. Nee, aber was ich fragen wollte, Daniel, kannst du mal bei dir alles Licht ausmachen, ob wir sehen können, ob das so glow in the dark Augen von Heino ist? Wie auf der Mickey Maus Sonderausgabe. Ich kann leider nicht das Licht ausmachen, aber ich habe ein glow in the dark Face, schau. Da war dann dieses, da war dann dieses, dieser eine Sonderdruck so. Pro Jahr. Wenn Daniel eine Idee hat. Das ist, ich sitze den ganzen Tag so rum und denk drüber nach, wie ich irgendwelche Streams geiler mache. Und dann auf einmal so. Wundervoll. Voll gut. So, dann haben wir noch. Der zeigt noch das Gesicht, wenn die Idee dann abgeschmettert wird. Du meinst das 18.30 Uhr Gesicht? Sehr gut. Aber ernsthaft, wie hat man damals denn vor Photoshop, wie hast du das alles gemacht? Musste das alles per Hand ausgeschnitten werden oder wie wurde da getrickst? Ich dachte schon. Da wurde schon mit einem Cutter wurden so Fotos retuschiert, also fein ausgeschnitten und neu arrangiert und dann vielleicht nochmal abfotografiert. Weiß es ja nicht. Man sieht es ein bisschen bei JFK, wie sie den Oswald mit dem Nasenschatten so simuliert haben. Dieses Foto von Oswald mit dem Gewehr vor dem Haus, was offenbar nicht echt war oder angeblich nicht echt war, wie zumindest der Film JFK behauptet. Ich habe übrigens ein Gesicht, was sich sehr schlecht für Nasenschatten eignet, aber die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Dass wenn bei mir das Licht von oben kommt,
Ja, ja, was könnte jetzt wohl passieren? Aber ich bin da mal so erschrocken, als ich in der Bar saß und das Licht von oben kam und ich hatte noch so eine Militärjacke an und sie mich dann selbst im Spiegel hinter der Bar so sitzt und dachte mir so, fuck, was macht der denn da? Wer ist der scheiß Nazi da drüben? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Wie alles hier. Außerdem, alles über die Flitterwoche und so glücklich ist Caroline, da war Caroline noch glücklich. Ich weiß nicht, wer der Mann war, da können wir gleich mal nachschauen. Es war auf jeden Fall noch nicht Prinz Ernst August. Der den erkenne doch sogar ich. Das ist doch dieser eine Fußballspieler, der immer so für so viel Schlagzeilen gesorgt hat. Der sieht so ein bisschen so aus. Günter Netzer. Wie heißt denn der eine Fußballspieler, den ich kennen könnte? Günter Netzer, Franz Beckenbauer. Nee, anders. Nee, jünger. Christoph Metzelder, der hat jetzt auch irgendwie Ärger. Nee. Wie heißt denn der eine Fußballspieler, den ich kennen könnte? Matthäus. Ja, genau, Lothar Matthäus. Ja. Der war einzige, bestimmt den ich kennen könnte. Ich finde, der hat ein bisschen was von Sylvester Stallone. Ich finde, der sieht so ein bisschen so aus. Oder? Der sieht ihm doch ein bisschen ähnlich. Michi, kannst du mal so schauen, Mutter, die Idee. Achso, das geht jetzt gerade gar nicht. Warte, muss ich dich ausblenden. Was, wie wer jetzt? Wie Heino? Nee, wie der da. Nee, wie der da. Achso, warte mal. Bist du bereit? Ja. Aber macht der was mit dem Finger? Falsch rum. Das ist aber falsch rum. Kann man vor allen Dingen, wo kommt denn der Finger? Also wieso denn aber der Finger? Also... Hat der war da noch einen Finger oder nicht? Nee, der hat wenn dann Finger und Daumen. Der macht den hier. Ach so. Reingeguckt. ja, dann haben wir noch Betty Ford. Ihr bleibt nur noch die Scheidung. Gold für Maria Helbig und Heino und Opernstar Anna Moffo. Ich besiegte den Krebs. Und dann haben Gibt's wir... Gibt es nicht eine Betty Ford Klinik auch? Ja, das war die. Die war eine Klinik, die Frau. Ja. Nini Place 247 sagt, es ist bestimmt der Ehemann mit dem Bootsunfall. Das kann sein, das wäre dann der Herr Kasiragi. Wenn die 78 das geheiratet haben, lass mich mal kurz nachrechnen, der ist wann gestorben? Anfang der 90 rum. Da war das Kind ungefähr. Könnte sein. 78, ist ein Jahr nach Star Wars, oder? Wann kam der erste Star Wars-Film? 77, oder? Ja. Kinos, ja. Also Stefano Kasiragi wird das wahrscheinlich sein. Ist er nicht, sagt Allzeit verpeilt. Okay, das lesen wir gleich mal nach. Schneidzapfen sagt übrigens, dass die Zeitschrift habe er auf booklooker.de von privaten Anbietern gekauft. Ja, die Zeichnung aus fast auf dem Briefumschlag erkannt wurde, ja, denn es war ein Schnarchzapfen zu sehen. Da hat er einen Tannenzapfen an einen Zweig gemalt und der pennt, der Tannenzapfen. Da muss man aber auch erstmal, ne? Genau. Hinterherkommen. Außerdem haben wir das Goldene Blatt, auch vom Juli 78. Eine Mark, eine 1,5 Schweizer Franken, 10 Schilling und eine Mark. Ja, 20, komm, jetzt genau. Die Preise interessieren nicht. Was ist da drauf? Da ist er hier drauf schon jedes, mal. Will doch nicht jedes Mal hören, was die Preise sind. Hallo? Das ist Prinz Klaus und Prinzessin Beatrix. Die kennen die hier. Das ist doch aber auch, guck mal, die Augen und die Zähne, das ist doch nachgefärbt irgendwie, oder? Das ist doch. Hallo, hast du gerade hier unseren ehemaligen König und Königin beleidigt? Unseren ehemaligen König, hallo? 5 Minuten ins andere Land gezogen und schon mitgehangen, mitgefangen. Ich hatte als einer der, nicht weniger, aber einer der Haushalte hier in der Straße auch am Königstag eine Flagge draußen hängen, weil man das hier so macht. Von Deutschland. Welche? Aus welchem Jahrzehnt? Von den Niederlanden. Okay. Genau, Prinzessin Beatrix, nichts als Pech im Urlaub, das klingt super. Oh, geil. Dann Caroline hat Können wir damit anfangen? Oh, jetzt aufgepasst. So Glück, alles über die Flitterwochen, so glücklich ist Caroline. Das ist vom 13. Juli und nur 5 Tage später, nee, 6 Tage später, 19. Juli, Caroline, Tränen auf der Hochzeitsreise. Da ging es rapide bergab bei den Herren und Damen Kasiragi. Und da sagt man, dass heutzutage der News-Cycle so kurz sei. Aber das war ja damals schon stressig. Das ging ja Schlag auf Schlag. Genau, Prinz Charles und Silvia unter 4 Augen. Die Brüder Wepper, Elmar und Fritz, Helden im Krimi, aber Angst vor der Ehe. Und schlank schlank durch die Apfeldiät. Die Weppers oder was? Oder so gut wie keinen davon bekommt. Ach, die Weppers kennt man schon. Und Johann Kreuf wird Kaninchenzüchter. Womit fangen wir denn an? Wollen wir in die 60er erst gehen oder fangen wir gleich mit den 70s an? Jetzt hatte ich ja extra gesagt, dass es das 70er Spezial ist. Weiß ich nicht, dann. Ja, okay. Oder arbeiten wir uns dahin? Dann kommen wir schaffen ja eh wieder nur ein Heft. Dann machen wir jetzt. Die 70er. Dann machen wir jetzt erstmal Pech im Urlaub mit Prinzessin Beatrix. Ja! Nee, Moment, wir bauen es korrekt auf. Wir fangen mit Caroline an.
und den Flitterwochen. So. Aber ist das der Urlaub, bei dem Pech passiert ist, oder ist das gar nicht geklärt, ob das zwei getrennte Ereignisse sind? Das muss ich jetzt erstmal rauskriegen. Was haben wir denn hier? Sonderbericht von der Hochzeit des Jahres in Monaco. Haben wir nicht mal zu Monaco und ich hätte so gerne mit dem Urlaub angefangen. Der kommt dann noch. Die ersten Fotos aus ihrem Ferienversteck. Also die Märchen. Das ist ja auch ein bisschen Urlaub. Oh, die Märchen, Moment mal. Übrigens kein Heft, muss ich gerade sagen, wo man mit einem angefeuchteten Finger umblättern will, mehrfach. Ja, da ist wahrscheinlich schon eine ganze Fußballmannschaft DNA-mäßig drin vertreten in dem Heft. Ja. Wenn es schuppt, ist es gut. Gut, dass es kein Playboy aus der Zeit ist. Also die Märchenhochzeit unter freiem Himmel. Ganz Monaco feierte mit. Prinzessin Caroline weinte vor Glück. So, und da sehen wir hier irgendwelche Honorationen, wie sie da irgendwie geehelicht werden. Das sieht ja aus wie die Megaparty. Da wird ja viel gewunken. Guck mal, da werden die Arme schon in die Luft geworfen. Das ist doch alles blonde Kinder. Da kniet die Caroline. Da haben beide und was verloren. Gucken auf den Boden nach dem Ring. Wo ist denn der Ring hin? Und die anderen hell hinten suchen auch mit und links hier der Fürst trainiert. Der eine betet schon, hoffentlich finden sie den Ring. Ja. Hoffentlich der finden sie den Ring. Wie erstellt der hält den so, Ring? Ne? Ha, das findet keiner. Warte mal, habe ich den nicht sogar da? Wir schwören, wir finden den Ring. Nee, da kommt aber nichts an kommt jetzt. Nix. Irgendwas hat da nicht funktioniert. Warum? Heute funktioniert aber gar nichts. Das geht echt nichts. Gar nichts, sage ich Ihnen, meine Damen und Herren. Gar nichts. Also. Hast du dein Autotune wieder irgendeinem so Rapper ausgeliehen, der hier Hits machen kann? Im Stream kam es an. Das Kind fängt halt schon an. Die Leute hören das, ihr hört das nur nicht. Ach so, wir hören es. Ach so, schön. Das ist irgendwie zwei so Klassengesellschaft, verstehe. Na, toll. Toll, super, ja. Toll. So läuft es hier also, danke. Okay, ja, werden Mega-Gags bestimmt. Also, jetzt schauen wir mal, wer das ist. Annehmen. Also, das sind die leiblichen Eltern des Bräutigams Michel und Lydia Junot. Sorry, die Internetverbindung wurde getrennt. Kann sich Alexa mal hier raushalten? Gute Nacht! Vor Jahren ließen sie sich scheiden, aber die Ferien in Monaco, die Feiern in Monaco, Ferien feiern, kommt man immer durcheinander, besuchten sie gemeinsam. So, das sind ja die Eltern des Bräutigams. Anscheinend ist es ein. Ich habe im Moment. Halt dein Maul, es reicht. Versuche es etwas später noch einmal. Muss ich wieder. Ich möchte uns entschuldigen, dass sie jetzt gleich Zeuge häuslicher Gewalt werden, wenn Fritz seine Assistentin verkloppt. Magst du dir nicht mal so eine richtige Alexa, also so eine von Amazon kaufen? Das ist so viel günstiger. Ja, vor allem, die sitzt ja immer die ganze Zeit auf der Couch und muss die Stimme so verstellen, ne, dass das fast klingt wie die Amazon Alexa hier. Die. Man darf ja ihren Namen nicht sagen. Die, deren Namen man nicht sagen darf. Weil dann reagiert sie ja immer gleich und dann weiß sie aber nicht, was sie machen soll. Wir hatten letzte Woche einen Mietwagen und es hat verdächtig lange gedauert, bis wir gemerkt haben, dass der Grund, warum dieser Assistent immer anspringt, ist, dass man halt auch den Namen von dem Auto nicht sagen darf. Wenn man jemand gesagt hat, wir hatten einen BMW, jemand hat gesagt, BMW, blüm, ging dieser, jetzt geht schon wieder dieser Assistent an, was soll denn das? Dieser scheiß BMW, blüm. Naja. BMW, ja, Michael, halt's Maul. Ja. Hol mich ab, das geht nicht. Also, gehen wir doch mal in die Hochzeit zurück. Also, jetzt genießen Prinzessin Caroline und Philippe Junot, also war das wohl der erste Mann, süße, ungestörte Flitterwochen. Im Gepäck des Ehepaares befinden sich viele Farbfotos, Bilder, die Sie, liebe Leser, auf dieser Doppelseite sehen. Darunter ist auch jenes Foto, das die frisch vermählte Frau an den ergreifendsten Augenblick ihres Lebens erinnert. Als Caroline bei der kirchlichen Trauung unter freiem Himmel vor dem Altar kniete, hatte sie Tränen in den Augen. Die schöne junge Braunt. Wenn die Sonne scheint, dann ist sie... Das braunt links und rechts. Ja. Brauntkleid. Aber sag mal, die Fotos, haben die damals dann zur Verfügung gestellt, die Urlaubsfotos? Trug Eva Braun zur Hochzeit eigentlich ein Braunkleid? Wahrscheinlich.
Von Braun. Braunkleid keine trägt Kleider Braunkleid her. Und Braunkleid bleibt Braunkleid. Werner von Braunkleid. Hier sieht man auch übrigens, wenn man genau hinschaut, die Tränen von Caroline. Das wäre übrigens ein guter Albumtitel. Die Tränen von Prinzessin Caroline. Hm. Wow. Also die weinte vor Glück. Einen Tag vorher, am 28. Juni um 16:45 Uhr, fand die standesamtliche Trauung im Thronsaal des Fürstenpalastes von Monaco statt. Der Präsident des monegassischen Staatsrats, Louis Romain, fungierte... Das ist der, der uns die Vorschau gemacht hat. Danke genau. Übrigens, Roman. Danke. Hat so gut die Mäule aufgeheizt. Der fungierte als Standesbeamter schon. Er fragte die Prinzessin, wollen Sie Philippe Michel Junot zum Mann nehmen? Leise hauchte Caroline ihr, ui. Das heißt so. Ui. Ui. Ui, ui, das habe ich ja noch gar nicht hier drüber nachgedacht. Also jetzt muss ich sagen, ne? Ui, oder wie der Franzose sagt, bleh. Bleh. Sie trug ein kristallblaues Crepe-Georgette-Kleid mit kurzen Ärmeln und viereckigen Ausschnitt. Als sie die Unterschrift wir, unter wir die... Wir hatten einen himmelblauen Trabant, immerhin. Mit viereckigen Korpus. Da war alles rund dran. Da kommen die Türen hin. Als sie die Unterschrift unter die Heiratsurkunde setzte, zitterte ihre Hand. Trauzeugen der 21-jährigen Prinzessin waren ihr Bruder, Erbprinz Albert, und ihre Cousine, Grace Levine. Trauzeugen des 38-jährigen Bräutigams waren seine Schwester Moment mal, ist das die Mutter von dem Bioshock? Ja, ja, ja. Genau. Der hat daraufhin auf die Tränen der Ergriffenheit, ist ihm das mit unter Wasser und so, und dann hat er das mit dem Spiel gemacht. Und dann noch eine Stadt dazu. Jetzt habe ich's. Jetzt. Mama, jetzt habe ich's. Gracie, ich hab's. So wird ein Schuh draus. Wieso heißt ihre Cousine wie ihre Mutter? Was? Die Mutter war doch Grace Kelly, Grazia Patrizia. Grace Kelly, pass auf, in der Kurve lauert der Tod. Kennst du doch bestimmt von den Ärzten. Super Nummer. Ja, stimmt. Ja, und was ist damit? Ja, die Cousine also heißt auch Grace, wie die Mutti. Ach so. Genau. Ja, vielleicht haben die alle nicht so, weiß nicht, wenn du erstmal einen Namen hast, dann bleibst du halt dabei. Ja, aber die Grace Kelly hieß ja dann später auch Grazia Patrizia. Vielleicht heißt der du auch irgendwann mal anders, wenn du mal Fürstin von Monaco bist. Heißt doch jetzt schon anders. Ich musste doch hier schon einen anderen Namen annehmen. Aber ich bin ja schon der Fürst von Bayern offensichtlich geworden. Fürst Fritz. Kurfürst ist man doch dann der immer. Gamefürst. Ja. Also, und genau, also der 38-jährige Bräutigam waren die Schwester Catherine Vouillon und sein Freund, der Baron Michel Allah. Ist der Suppenkaiser, Kasper. Bouillon, was? Okay, ich höre auf. Bouillon. 3000 so. Monegassen warteten im Ehrenhof des Fürstenpalastes. Sie waren von Fürst Renier und Fürstin Grazia zum Empfang geladen worden. Die Brauteltern reichten Champagner und Gebäck. Es waren so viele Monegassen, dass die schon bis raus auf die Monegasse standen. auf die eine Gasse, ja. Richtig. Richtig. Die Brauteltern reichten Champagner und Gebäck. Das ist ja schon geil, oder? Wenn dir von Fürst Renier und Grace Kelly persönlich der Champagner und das Gebäck gereicht wird. So, sogar bei Michis Hochzeit war das Personal, die das überreicht haben. Du hattest keine Fürstin, ja, die das Gebäck gereicht hat, Michi. Fuck. Oder war die eine Fürstin? Ja. Nee, das war wegen Corona, war das verboten. Also da durften keine Fürsten einreisen, die Gebäck reichen. Schade. Schade. Beim nächsten Mal. Könnt ihr das mal klippen? Damit wir es wissen. Das ist doch irgendwie nicht richtig ein, an bei ein uns Grund mit mehr. Dem Klippen. Das hat letztens schrieb das jemand, glaube ich, als ich mit Ann-Kathrin das It Takes Two gemacht hatte. Ich glaube, irgendjemand schrieb, irgendwie bei uns in den Einstellungen ist das mit dem Klippen nicht richtig an. Die Leute können nicht klippen bei uns. Oh oh. Ja, dann müsst ihr das so machen wie so eine Oma, also mit so Videokassettenrekorder auf den Fernseher halten und. Wenn die beiden Tasten aufnehmen. Gleichzeitig drücken, ja. Und dann, dann einsenden. Bitte einsenden. An Postfach 5051 genau. Mainz. Köln. Nee, immer Mainz. So Mainz, stimmt Mainz. Muss immer noch Mainz. Am Abend fand ein Diner, nicht mal ein Dinner, sondern ein Diner im Hotel de Paris in Monte Carlo statt.
Philipps Vater Michel Junot, 60, hatte die engsten Familienangehörigen und Freunde geladen. Am nächsten Vormittag dann gegen 11 Uhr schritt das Paar zu dem marmornen Altar, der unter freiem Himmel aufgebaut worden war. Denn die Sonne strahlte vom blauen Mittelmeerhimmel und außerdem wäre es in der kleinen Palastkirche, jetzt habe ich erst gelesen, Plastikkirche. Ja, die müssen auch sparen. Das ist hallo. So eine, ist ein so eine Las Vegas Shotgun-Wedding-Kirche, die da haben. Ja, oder halt so eine kleine, was soll das sein? Eine monegastische Fürstenkirche. Sollte da reinpassen. Monegastische Fürstenameisen. Andererseits, wenn die andere im Krankenhaus ist, dann passt es ja wieder von den Größenordnungen. Ja, das stimmt. Das geht schon. Vielleicht ist ja, sind in Monaco, warum sind da die Menschen nicht kleiner, wenn das Land schon so klein ist? Wenn die zum Beispiel nur so groß wären, die Menschen, dann hätten die voll das große Land. Und vor allem aber, hätten sie wir, aber warst du denn schon mal da? Vielleicht sind die ja nee, so klein, aber, das wissen wir ja nicht. Aber jetzt warte mal, weil dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn der Fürst eine ehemalige Hollywood-Schauspielerin heiratet, weil die ist ja verglichen mit denen dann so 800 Meter groß. Und da kann man dann schon mal aufschauen zur Fürstin. Ne? Oh Gott, die Fürstin kommt! Ah! Deswegen, weil es wird doch nicht. Also, hier habt ihr es zuerst gehört. Kein Wunder, dass die Charlene weg. Sharky Girl hat es geklippt. Sehr gut. Den Clip. Also, geht das der doch? Jetzt meine Ehe kosten wird. Danke. Geht das also doch? Das können wohl nur Abonnenten klippen. Ach so. Also, abonnieren Sie doch mal. Oder Sie haben die Grace Kelly dann geschrumpft. Liebling, wir haben die Fürstin geschrumpft. Oder Grace Kelly geschrumpft. Aber das, muss ich mir das so vorstellen? Es gibt doch bestimmt einen Song dazu. Es gibt ja muss schon Grace Kelly, so pass auf, Grace in der Kurve Kelly? Lauert der Tod. Ja. Aber da war Grace Kelly, ist quasi da angespült worden und dann wurde die mit so kleinen Seilen am Strand wie Gulliver mit Gullivers Reisen so festgesetzt und dann musste sie den heiraten. Oder die war vorher schon so klein und deswegen hatte der René extra Glück, dass er eine so schöne und talentierte und außerdem noch so kleine Schauspielerin gefunden hat, die er heiraten kann. Die passt ja auch besser in die Ecken rein zum Putzen. Ja. Ja, das heißt aber auch, dann muss ja James Stewart auch so klein gewesen sein. Bei das Fenster zum Hof mit so einem ganz kleinen Rollstuhl, wie er da an seinem Fenster sitzt und Fotos macht. Und Hitchcock. Wir sind da einer großen Sache, wollte ich sagen, aber eigentlich ist es ja eine sehr kleine Sache auf der Spur. Ich merke schon. Ist geil, wenn irgendjemand auch nur 20 das Sekunden wird aber komplett während dieser ganzen Unterhaltung aufgestanden ist, kommt er wieder zurück und wir haben schon fest etabliert, dass alle, die mit Monaco was zu tun haben, winzig klein sein müssen. Wie machen die das denn dann beim Grand Prix in Monaco? Das sind dann so Matchbox-Autos, aber wie kriegen die denn die Fahrer so klein, wenn die Woche drauf wieder in San Marino fahren müssen? Du weißt doch gar nicht, ob da überhaupt San Marino ist ja auch so klein. Das ist ja alles funkferngesteuert. Die zeigen ja nie die Leute in den Autos. Seid ihr da noch nicht dahinter gekommen? Das ist alles überhaupt nicht echt. In Wirklichkeit sitzen die alle mit ihren Fernbedienungen da. Der Grübel schreibt, die Fotos sind auch in Originalgröße. Ja, schau. Das sieht man nicht. Du musst das andere Bild machen. Ja, guck mal, von der Größe würde es doch passen. So, da würde das reinpassen. Heißt, der ist dann genauso groß wie mein Kopf. Ja. Der könnte dich fernsteuern. Du da ja vielleicht. Siehst du mal. Was ist denn da eigentlich passiert? Ich mache jetzt mal weiter, weil sonst erfahren wir nie, wie es mit der Hochzeit weiterging. Also, Philipp trug einen Cut. Das ist wohl wie ein Frack, sowas. Caroline. Eine Katze auf Niederländisch. Genau, Cut. Ein Cut. Caroline, ein bodenlanges Kleid, ein Traum aus weißem Organza mit weißen Blüten. Ein Kranz von Wiesenblumen, der in ihr Haar geflochten war, hielt den Schleier. In der rechten trug sie einen Strauß Orchideen. Tief bewegt kniete das Paar vor dem Bischof von Fréjus und Toulon. Gilles Barthe, als der Geistliche den Brautleuten seinen Segen gespendet hatte, sang der Kinderchor der Kathedrale von Monaco Lieder aus dem 17. Jahrhundert. Siehst du, das könntet ihr jetzt zum Beispiel nicht. Mit den rot-goldenen Eheringen am Finger ging das Paar. Wo willst du das denn wissen? Sing mal, was wäre denn so ein Lied aus dem 17. Jahrhundert? Gib mir halt einen Text, dann singe ich dir das. Ich guck kurz mal. Was war denn im 17. Jahrhundert? 30-jähriger Krieg. 17. Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich nach Songs suchen würde, nach Kriegen gehe. Oder volkstümliche Lieder. So. Stimmt irgendwie sowas wie, der Schwede steht vor der Stadt und schlachtet uns alle ab. Oder Ei sieht, da kommt Feldherr Tilly.
Was hat er nur mit Magdeburg vor? Hier, kleine Vögelein gibt es da zum Beispiel. Ja, genau, sing mal. Hier. Ihr kleinen Vögelein, ihr ach Gott, was ist das? Waldergötzerlein, ach Gott. Ihr süßen Sängerlein, stimmt mit mir überein. Ich will den Herren preisen mit meinen Liebesbeweisen. Oh, das wäre was für ein Lover, für einen Oma-Boy. Wäre eigentlich für Martin. Aber es wird ausgepunktet. Ich will von Herzensgrund ihm Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wurde es wahrscheinlich zu schlüpfrig. Nee, dann ist quasi der unter den Rock greifen. Von Herzog Tilly niedergegangen. Da musste stimmt, dann geht's halt das Lied auf, abgebrochen werden. Dann war kurz Krieg und danach wurde weitergesungen. 30 Jahre lang. Also hier steht so... Episodenveröffentlichung. Achso. Aber so richtig Kriegslieder gibt's da so gar nicht. Also ich sehe hier gerade die Top 25 Smash-Hits der 17. Jahrhunderts. Bravo Hits 1 war das damals schon. Ja. DJ Bobo war auch schon drauf. Der ist auch so klein. Der kommt auch bestimmt aus Monaco. Okay. Weiter im Text. Ja, also mit den rot-goldenen Eheringen am Finger ging das Paar anschließend durch ein Spalier jubelnder Menschen durch die Gassen von Monte Carlo hinüber zur Kapelle der Barmherzigkeit. Dort ließ Caroline den Brautstrauß segnen und legte ihn am Altar nieder. Nach altem Brauch verhieß dies das ewige Glück. Und wenn mal eine Familie und vor allem Caroline von Monaco, also wenn mal jemand für das ewige Glück steht, dann ja wohl Caroline von Monaco. That aged badly, I guess. Ja. Was ist denn mit dem passiert? Da steht da gar nicht. Jetzt fehlt natürlich die Ausgabe, wie es dann da zu Ende ging. Wie heißt der nochmal? Weil dann kann ich das kurz recherchieren. Philippe Junot, J-U-N-O-T. Im offenen Wagen fuhr das frisch gebackene Ehepaar dann zum Rathaus. Dann brachte der Wagen Caroline und Philipp hinunter zum Yachthafen, wo der Katamaran quasi lag. Unter einem Konfettiregen betraten sie zunächst das 400.000-Mark-Boot, das Hochzeitsgeschenk Fürst Reniers. Später bestiegen sie einen Hubschrauber zum Flug in die Flitterwochen. Also ganz kurz, wann ist der Hochzeitstermin? Das hat nur 400.000 Mark gekostet. Das ist ja gar nichts. Also gut, wegen dem ewigen Glück, das ewige Glück hielt folgendermaßen. Junot und Prinzessin Caroline heirateten am 28. Juni 1978 standesamtlich und einen Tag später kirchlich. Das haben wir gerade gehört. Die Eltern von Caroline waren zunächst gegen diese Beziehung. Die Ehe hielt nicht lange. Sie wurde am 9. Oktober 1980, also nur 2 Jahre später, wieder geschieden. Auf Carolins Betreiben wurde sie 1992 von der römisch-katholischen Kirche für nichtig erklärt. Die Ehe war kinderlos. Caroline warf ihm Ehebruch vor, während er behauptete, dass die Einflussnahme der Eltern die Beziehung zu stark belastet hätte. Okay. Deine Eltern haben mich doch gezwungen, dich zu bescheißen. Ja. Sollte ich machen. Ja. Jetzt sehe ich gerade, es gibt ja noch einen Artikel extra zu den Flitterwochen auch. Wollen wir den auch noch hören? Krass. Ja, natürlich. Okay, jetzt schauen wir jetzt hier mal noch kurz die Bilder an. Also da ist Prinzessin Grazia Patrizia. Jetzt können wir hier noch so ein paar Impressionen, kann ich ja hier noch... Kannst du groß machen? Ja. Das klingt immer so versaut. Hier die mit dem gelben, das ist die hier Grace Kelly, glaube ich. Und da spendet hier der Segen. Und was gibt's hier? Da wird der Kuchen angeschnitten. Seine Hand ist... Warum war da denn keine Farbe mehr übrig? Musste man damals noch so sparen mit Farbe? Halt da ging es schon bergab mit der Ehe. Da war schon der Lack ab. Beim Kuchenanschnitt. Die Farbe runter. Schatz, die Farbe ist runter. Was war denn in den Flitterwochen? Das ist halt echt viel Text hier. Das, naja. Ganz kurz, warte mal. Caroline, weil gerade im Chat gefragt wird. Caroline von Hannover. Wusste ich auch nicht, okay. Er ist doch von Hannover, seit der Ernst August sie geheiratet hat. Achso, 23. Januar 1957 ist die geboren und der Junot 1940, also er war 17 Jahre älter als what? Ja, sie war 21 und er war 38. Das klingt wie so ein Peter Maffay-Song. Sie war 21 und er 38 und von Liebe. Ja. Da hat Fritz ins Kamera gleich wieder auf den Peter Maffay-Romantik-Modus umgestellt. Ja, warte mal. Was hast du da für ein Layer jetzt drüber? Ah. Warte. So, jetzt wieder nochmal. Ich fand, es war sehr passend. Aber. Flitterwochen auf der Trauminsel. So wie es alle Verliebten gern haben, nämlich so gut wie unbeobachtet, verbringen Prinzessin Caroline von Monaco und Philippe Junot ihre Flitterwochen.
Das strahlt. Übrigens so gut wie unbeobachtet, ne? Also alle Verliebten, ja, also damals, so ein paar damals Leute können schon zugucken. Damals ging es, glaube ich, noch halbwegs. Heutzutage hättest du 3 Sonderhefte nur mit geheimen Fotos aus dem Urlaub, die irgendwer an die Presse vercheckt hat. Das strahlend glückliche junge Paar mietete sich ein Doppelzimmer in einem kleinen Luxushotel für 200 Mark pro Tag auf der winzigen Südseeinsel Murea bei Tahiti. Dort können beide ihrem Hobby frönen, schwimmen und tauchen. Caroline ist seit ihrer Kindheit eine ausgesprochene Wasserratte. Also Ratz, wie man in Bayern sagt. Als sie noch in Monaco Carlo klingt auch wie irgendeiner, den man aus der Kneipe kennt. Über den man nur weiß. Das ist Mickey Mouse. Ist doch eine Serie hier. Monaco Carlo. Oh geil. Den nehme ich mal als neue Identität zu, wenn ich wieder ins Nachtleben eintauche. Ja, Spatzer, der Monaco Carlo passt schon auf, gell. Als sie noch in Monte Carlo bei ihren Eltern im Palast wohnte, nahm sie regelmäßig an Schwimmwettbewerben teil und siegte meist. Ja, warum? Weil sie halt gegen die irgendwelche Menschen, die nicht schwimmen konnten, haben antreten lassen, damit das Prinzesschen, ne? Auch mal ein Erfolgserlebnis. Wie die Olympiade bei der Diktator. Unter Wasser waren dann welche, die anderen festgehalten haben, dass sie nicht schwimmen konnten. Also tatsächlich, ich versuche das hier gerade rauszufinden, wegen hier, also es in ihren Wikipedia-Einträgen ist da nicht wirklich die Rede von Schwimmwettbewerben. Also war wohl nicht so gut, dass es auch nur in irgendeiner Form erwähnenswert gewesen wäre. Ja, aber sowas macht man doch nicht in einen Wikipedia-Eintrag rein. Also ich will, dass mein nicht bestandenes Seepferdchen da drin steht. Und dann soff er ab. Ja. Hast du nicht mal ein Seepferdchen? Nee, ich habe, glaube ich, nie. Hat man da so eine Prüfung gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Schriftlich. Wenn du das nicht mehr weißt, dann hast du es offensichtlich nicht. Habt ihr es denn? Darfst du ins Wasser? Darfst du überhaupt ins Wasser gehen? Ich habe, glaube ich, den silbernen Freischwimmer sogar. Was heißt das? Das heißt, dass ich danach noch zwei... Er ist immer noch gefangen unten im Keller. Lassen Sie mich endlich los! Du bleibst hier, du silberner Freischwimmer, du. Ich lasse dich nie wieder frei. Oh Mann. Den habe ich auch noch an meiner Badehose. Zeige ich euch jetzt aber nicht. Anfangs hatte Philipp ein bisschen Ist Angst. Ist das ein silberner Freischwimmer in deiner Badehose? Oder freust du dich, um mich zu sehen? Oh Mann. Lacht ihr nur. Machen wir ja auch. Anfangs hatte Philipp ein bisschen Angst vor dem Wagemut seiner sportlichen Frau. Im Meer um die Trauminsel gibt es viele Haie, wie ihm die Eingeborenen sofort warnend sagten. Es ist kaum, dass er auf der Insel... Allein der Begriff, die Eingeborenen. Kaum, dass er auf der Insel ist, sagen die ihm, die Eingeborenen, pass bloß auf, da sind Haie im Wasser. Der kam halt an und die so, hi, hi. Haie! Die sind Haie, Haie, okay. Ja, es waren immer schon diese Missverständnisse zwischen Fürsten und einfachen Leuten. Ja. Deshalb halten seine Frau und er sich stets in Strandnähe auf und keiner von ihnen geht allein ins Wasser. So können sie aufeinander aufpassen. Aber ist das nicht wie mit einem Flugzeug? Also, wenn, dann darf doch nur einer von beiden ins Wasser oder eine von beiden und der andere muss dann, falls der Partner gefressen wird. So brauchst du nur einen Hai für beide. So. Naja. Schafft ein Hai zwei Fürsten? Find out on Shark Week. Shark Week. They have money. They are the richest people on planet Earth. But can they outswim the greatest predator ever? The great white shark. Ich würde es gucken. Fürsten. Das ist jetzt schon eine Vorbereitung bei Netflix. Die lautlosen Killer der Tiefsee. Oh Mann. Oh Gott. Ach ja. Als Frau Junot jetzt hat die Fürstin. Nee, die, Hai gegen Herzog, wirklich auch. Die ist ja nicht meine Fürstin, ist eine Tochter von Fürstin hier. Als Frau Junot hat die Tochter von Fürstin Grazia jetzt auch die Möglichkeit, nach Herzenslust auszuschlafen.
Denn wie Philipp ist Caroline ein Nachtmensch. Sie verlässt das gemütliche Doppelbett erst am späten Vormittag. Gewöhnlich legt das Paar Frühstück und Mittagessen zusammen. Da gab es den Begriff Brunch scheinbar noch nicht. Nicht nur aus praktischen Gründen, denn Caroline. Wir müssten halt sparen. Stimmt, ja. Ja, so, da ist bestimmtes, da muss, wird ja alles importiert, wenn du da irgendwelche monegassischen Spezialitäten einnehmen willst bei Tahiti, dann müssen die da erstmal hinkommen, ne? Und da reicht ja, halt so eine, noch keinen Prime Now. Wenn du so eine 400.000 Mark Yacht hast, das sind umgerechnet ungefähr 200.000 Euro, da kriegst du halt nicht viel für. Normalerweise rechnest du ja 1 Million pro Meter Yacht. Das heißt, beim Fünftel haben die 20 Zentimeter Yacht insgesamt. Woher weißt du denn, was man bei einer Yacht rechnet? Das ist so eine Faustregel. Ein Meter Yacht kostet ungefähr 1 Million. Was meinst du, warum wir seit Jahren mit diesem Kanal keinen Cent verdienen? Ich habe schon 2 Zentimeter Yacht. Ja. So eine Scheibe habe ich schon. Ich gebe mich mal ein bisschen aber, Yachtwurst übrig. Aber man, wenn man jetzt natürlich davon ausgeht, dass 400.000 Mark, also 200.000 Euro, sind 20 Zentimeter Yacht, das ist ungefähr so viel. Das sind nicht 20 Zentimeter. Da passt natürlich so eine, da passt natürlich so eine Fürstin schon drauf. Ne? Ja, aber ihr Lover geht dann schon unter, ne? Also dafür ist da nicht genug Platz. Ja, es war nicht genug Platz für Jack. Vielleicht hat er deswegen so viel Angst. Weil er nicht mal aufs Boot durfte, sondern in so einem Beiboot mitfahren musste bis nach Tahiti. Schlimm. Kein Wunder, dass die sich getrennt haben. Das sind die Dramen. Jedenfalls hat Caroline man ahnt's ja gar nicht. Angst um ihre Figur. Sie isst sehr gern und nimmt daher schnell zu. Danach lassen es sich beide am märchenhaft schönen Strand gut gehen. Manchmal nimmt Caroline, schon eine ganz fürsorgliche Ehefrau, einen Picknickkorb mit, um ihren Philipp richtig zu verwöhnen. Die reibt ihn doch bestimmt mit so Haiködern ein. Hier, Philipp, so, Schatz, geh doch heute mal ins Wasser. Ein Stück Blutwurst, na, kannst du ja auch jetzt einpacken zum Mitnehmen. Hier ein bisschen in die Badehose rein. Oder schon silberner Freischwimmer drin, naja. Das ist ja wie früher bei der Visa-Karte. Und wie möchten Sie zahlen? Mit meiner Blutwurst. Moment mal. Ist das alles ein Scheiß, ey. Albern. Ich hab's ein bisschen vermisst. Als wir erfahren haben, dass Fritz im Badeurlaub immer mit seiner Blutwurst bezahlt. Und dann lacht doch der Verkäufer von den Badeflossen so. Egal. Erst am späten, Moment, genau, Picknickkorb, um ihren Philipp richtig zu verwöhnen. Er lässt es sich nur zu gern gefallen. Erst am späten Abend dinieren Caroline und ihr Mann im eleganten Speiseraum des Hotels. Für die Verpflegung. Aber das ist aber auch, nur ganz kurz zum Verständnis, so in der Tradition dieser ganzen Klatschheftchen ist doch aber der Teil mit diesen ganzen Details auch komplett ausgedacht, oder? Mit diesem, ja. Er genießt es und tralala, weil das können die doch gar nicht wissen. Das schreiben die doch einfach jetzt dazu, oder? Vielleicht hat ja der Hof nehmen, da ja irgendwie 3 Fakten gedroppt. Also er schläft gern, er isst gern und sie essen abends. Und er mag ein Hai, mag er nicht. Ja. Aber es ist auch nicht billig, denn für die Verpflegung müssen sie täglich noch einmal runde 200 Mark bezahlen, wobei der trockene Champagner, den Caroline sehr liebt, natürlich nicht inbegriffen ist. Das ist natürlich für also haben sie für 2 Personen auf was? Tahiti oder wussten sie? 400 Euro. Mark. Euro gab es ja noch nicht. Verpflegung, ja. Ja, gut, für Picknick und Champagner. Ah, nee, Champagner ist noch nicht dabei. Achso, ich dachte, die 200 Mark sind Unterkunft und dann nochmal 200 Mark Verpflegung, oder was war das? Nee, 200 Mark pro Tag für die Unterkunft und dann nochmal 200, also 400 Mark am Tag insgesamt. Ist für so ein Südseehotel. Jetzt, wenn man 1:1 rechnet, kurz, inzwischen nach 20 Jahren, ist es. Ich guck mal kurz, also heute wäre das doch alles teurer. In Tahiti kostet. Such mal auf Murea. Wie Moor, also wie Dieter Moor und Ea, wie EA, wie. Das heißt, Murea weiß an das. Murea, okay. War das nicht diese Höhle, in die bei Herr der Ringe gegangen sind? Ja. Also ist hier das nicht dieses Lager, wo die wohnen in Griechenland? Das ist 400 Mark. Hier gibt es auf
Moria gibt es ein Hilton Moria Lagoon Resort in Spa. Da kostet der Tag 345 Euro, aber das pro Person. Ja. Und die sind ja schon zu zweit. Ja, gut, ich habe nur Booking.com, die 10 besten Hotels. Warte mal. Ach so, wann wollen wir denn fahren? Wann 1970? So weit geht der Kalender nicht zu. Nee, wir fahren von... Wir fahren kann ich das von, rückbuchen? Jetzt warte mal, Saison. Wir fahren von... Du hast doch vorher nachgeschaut, an welchem Tag die Hochzeit genau war. Ach so, aber das kann ich kurz gucken. Mitte Juli, oder? Sowas. Oder Juli? Hochsaison. So, warte mal, wir geheiratet haben sie Juni. Und dann sind sie direkt danach. Also dann machen wir vom 1. Juli an. Und dann wie lange? Mai, wie eine Woche? Ja, Flitterwoche heißt es ja. Eine Flitterwoche, also zwei. Meinst du, die sind wirklich nur eine Woche? Also... So ein bisschen. Nee, also, warte mal, die sind am, wenn ich adlig wäre, dann würde ich doch hängen bleiben. Am 28. haben sie geheiratet, dann haben sie mit Anreise, am 30. Juni sind sie dann bis hier noch eine Woche bis zum 7. geblieben, zwei Erwachsene. So, reisen die geschäftlich? Okay. Ja, weiß ich nicht, sind Flitterwochen, wenn man quasi nur so ein repräsentativer Spaßberuf ist, wie als König. Das ist schon cool. Ich möchte, dass du einmal im Leben irgendwie einen Adligen triffst und dann sagst, das ist doch ein repräsentativer Spaßberuf. Bestimmt eine Geschäftsreise. Ja, natürlich. Das haben sie alles abgesetzt. Ja. Bewertung und Preis. Man zahlt doch eh keine Steuern in Monaco. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht sagen, höchster Preis? Filtert mir das, so bringt mir das doch nichts. Ich will doch nicht. Such du mal, ich lese mal weiter, weil es wird noch, interessant. Also, Ich hoffe. Philipp kennt den Geschmack seiner zauberhaften Frau, dass beide ihre Flitterwochen nicht auf einer Mittelmeerkreuzfahrt mit Freunden verbringen wie vorgesehen. Das dachte Philipp sich als Überraschung aus. Ja, gut, klar, wer will schon mit Freunden in Flitterwochen? Prinzessin Caroline erfuhr davon erst zu Beginn der Weltreise, die 15.000 Mark kostete. Ach, Weltreise gab es auch noch. Auf unserer nebenstehenden Karte können Sie die genaue Reiseroute des Paares verfolgen. Da zeige ich euch jetzt dann nochmal. Wer fährt denn mit Freunden in die Flitterwochen? Was ist das denn für eine beschissene Idee? Ja, wenn du halt deinen Partner scheiße findest und dich dann. Ach so, na gut, okay, stimmt auch wieder. Kannst du nichts anfangen. Du bist 17 Jahre älter, der Mann. Was sollst du denn wissen mit dem? Ist ein Opa für dich. Und dann so: Schatz, deine Freundinnen sind alle auf dem Boot, aber wir fahren ganz woanders hin. Überraschung. Also, ist der teuerste Bunker hier auf Moria ist das Sea Breeze Deluxe Villa. Das ist aber hier eine Villa mit 4 Schlafzimmern. Die kostet für diese Woche 12.000 Euro. Ja. Dann könnte man runtergehen. Jetzt für die aktuelle Woche. Für diese, die Woche jetzt. Die Woche im Spiegel. Ich wollte gerade sagen, Vorsicht mit den Titeln. Ich habe aber schon Bayerischer Wald gebucht. Kann ich das noch umbuchen? Wir fahren nach Moria für 12.000 Euro. Nee, was hatten wir vorhin gesagt? Wir fahren nicht. Doch, ich habe das schon gebucht, Daniel. Ja, okay. Warum sollen wir nicht fahren? Lass sie doch fahren. So, 400... Ja gut, das ist, kommt insgesamt vielleicht ein bisschen teurer raus. Also wenn die jetzt quasi für diese 2.800 D-Mark, also nochmal die Hälfte, dann sind wir bei 1.400. Gucken wir mal kurz, was die jetzt für das gleiche Geld heute kriegen würden. Es wäre bestenfalls, und das kann ich leider nicht sagen, dass das all-inclusive ist, sondern das sind quasi nur Unterkünfte, da würden sie noch nächtigen dürfen im, das ist schon zu teuer hier, im Legends Residence 3 Sterne. Villa mit Bergblick und 2 Schlafzimmern. Da sage noch einer, die Monacos wären so exaltiert und so verschwenderisch. Das ist doch voll der Budgeturlaub. Die sind halt, die schauen halt aufs Menschen Geld. Des Volkes. Ja. Die sind doch bestimmt geschönte Zahlen. Die kaufen sich auch nur 20 Zentimeter Yacht und nicht eine ganze Yacht. Die legen ja dann zusammen mit anderen Königinnen. Dann sieht das Schiff halt ein bisschen albern aus, weil es so Steckwerk ist. Hume. Der eine wollte halt ein Segelschiff haben, der andere eher ein U-Boot. Aber so müssten wir nicht eher, um auf das zu kommen, wenn die so klein sind, müssten wir nicht eher gucken, was so ein Playmobil-Ferienhaus kostet? Ach so, stimmt. Ja. Oh, die gibt bestimmt so funkferngesteuerte Barbie-Boote oder so. Dafür wäre das, glaube ich. Ich mache jetzt trotzdem mal weiter. Ich will euch unbedingt noch ein pikantes Teil. Genau, also.
von Monte Carlo, wo sie am späten Nachmittag ihres Hochzeitstags, da steht sie am 29. Juni, im Hubschrauber nach Paris flogen, oben rechts. Ging es dann im Flugzeug über Los Angeles bis in die Südsee. Carolins erste Reaktion. Jetzt zeig's doch mal. Jetzt warte mal, das mache ich spannend. Jetzt warte mal. Carolins erste Reaktion, als sie auf dem Weg nach Paris von Philipps Überraschung erfuhr, war typisch für sie, ohne sich um die Besatzung zu kümmern, küsste sie ihren Mann. Damit sie in etwa ermessen können, jetzt aufgepasst, wie weit die Reise der Flitterwöchner ging, haben wir zum Vergleich Deutschland schraffiert dargestellt. Ein ziemlich kleiner Punkt. Also da sieht man jetzt so eine Weltkarte, die zeige ich euch jetzt mal. Jetzt schaue ich mal, ob man das hier erkennen kann. Denn da gibt es ein etwas problematisches Detail in dieser Weltkarte. Da sehen wir den amerikanischen Kontinent, dann sehen wir da die Tahiti, die Südsee und wir sehen hier oben Deutschland noch nach den schraffiert alten, dargestellt. Da würde ich jetzt mal sagen, auch 1978 gilt diese Grenzlinie nicht mehr so ganz. Ich weiß nicht, ob halb Polen da noch zu Deutschland zu rechnen war oder ob nur der Grafiker sich gewisse Freiheiten genommen hat. Ja, aber man muss sich ja auch ein bisschen nach dem richten, was die Leser halt noch kennen, ne? Ach so, man darf die Leser nicht verwirren. Und, ja, okay. Man darf die Leser ja nicht überraschen mit neuen Informationen, die plötzlich. Schwierig. Naja, sollen wir gleich bei Carolin. Was ist dann eigentlich mit diesem, ohne sich um die Besatzung zu kümmern, ihn küssen? Hätte sie vorher noch die ganze Besatzung küssen sollen oder was? Oder fragen sollen, ob die noch das was trinken wollen. Das ist eigentlich Brauch. Bevor du quasi an Bord gehst, müssen erst alle kriegen ein Küsschen. Darf ich ihnen noch was bringen? Hätten sie gern noch was? Nein, aber darf ich ihnen noch was bringen? Das wäre... Ich habe ja noch mehr Details, wollt ihr noch mehr wissen über die Hochzeitsreise, weil wir haben ja hier noch Tränen auf der Hochzeitsreise im goldenen Blatt. Ich hätte gerne mal jetzt irgendwann was Spannendes. Ich finde das nicht so spannend. Ich finde, also es fehlt ein bisschen so. Ich weiß nicht, ob das an den 70ern lag, aber irgendwie ist es mir noch nicht skandalig genug. Der Busen mit den roten Blumen, hallo? Ja, das hast du ja nicht vorgelesen. Ach so. Das hast du mir ja verheimlicht. Da ging es nur um Tahiti und Paul Gauguin, aber das ist, haben sie da irgendwie einfach mit eingebaut, wahrscheinlich, damit es ein bisschen pikanter wird. Nun gut, was willst du denn Spannenderes hören? Wir haben. Naja, irgendwas mit Mord und Verrat und so. Also irgendwas. Wissen wir da denn, mit welchem Tänzer Helene was hatte in den 70er Jahren? Oder? War da noch nicht geboren. Ach Mist. Helene Fischer. Ja, wir haben noch gedacht, die wäre da schon geboren. Die Wepper-Brüder, die Angst vor der Ehe haben. Dann haben wir. Ach so, wir haben noch Nichts als Pech im Urlaub bei Prinzessin Beatrix. Nee, denn hallo, her damit. Das klingt doch nach Tragik. Oh, die hat einen scheußlichen Urlaub gehabt. Gottes Willen. Wieso? Nein. Also das Goldene Blatt besuchte Prinzessin Beatrix und ihre Familie in ihrem neuen Urlaubsort in Irland. Das würde ich aber auch scheiße finden, wenn mich da so ein Magazin besucht im Urlaub. Voll der Kack. Das also. Ist da vor allem die ortsabhängige Zustellgebühr, wenn man das bis nach Irland kriegt. Bestimmt teuer. Da sehen wir jetzt Fotos. Da gibt es jede Menge Fotos der Königsfamilie in Irland und Pech war natürlich, dass es schade, dass du musst es. Muss das mal richtig hinhalten. Ja, ist gar nicht so einfach. Man sieht das gar nicht. Muss mal die man sieht immer wieder. Noch dein Gesicht. Ja, nee, das ist aber fashionably sind sie schon. Ja. Wer ist denn das alles? Wer sind denn das alles? Also es geht hier oben los mit das waren noch Zeiten, meint Prinzessin Beatrix scherzhaft, damals in Italien. Das eine Kind war doch aus Game of Thrones. Da hat es noch richtigen Sommer gegeben und jetzt weiß ich auch, was Rudi Carrell zu dem Lied inspiriert hat. Den Dialekt hat er auch schon, ja. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ja, aber wenn man so einen Sommer sieht, den willst du ja auch sofort wieder haben. Das stimmt. Und auf der Terrasse ihres Ferienbungalows Happy Elephant, das wird ja übersetzt mit glücklicher Elefant, in Porto Ercole, Italien, herrscht immer fröhliche und ausgelassene Stimmung. Und jetzt Regen, Regen, nichts als Regen. Selbst für Könige gibt es eben kein Urlaubswetter auf Bestellung, auch in Irland nicht. So, dann stellen wir mal die Sippe vor. Oben, Prinzessin Beatrix und Prinz Klaus haben in diesem Urlaub auch den kleinen Carlos, zweiter von rechts, von Prinzessin Irene dabei. Mhm. Ach so, das ist dann schon der Enkel oder was? Aber sag mal, ist jetzt das Einzige, was jetzt scheiße ist im Urlaub, ist jetzt das Wetter oder was? Das reicht doch. Das ist doch schon wieder so eine Überraschung. Man fährt nach Irland und da regnet es mal. Also. Aber das ist doch schon wieder so eine Headline wie aus einer Ausgabe aus den letzten Jahren. Also da hat sich ja gar nichts geändert.
der Rainer Zufall erkennt schon, das ist der Monaco-Carlos. Oder Monte. Ich finde, der Kleine sieht doch aus wie der eine von Game of Thrones. Das eine von den. Welcher? Wie heißt der denn? Der. Tommen, das, Baratheon. Nee, der. Ach Gott, ich weiß doch nicht, wie die alle heißen. Na gut. Der dann später auch bei Star Wars mal so eine Miniszene mitgespielt hat. Weiß ich nicht. Ach, was weiß ich. Ich das weiß hier R2-D2. Das ist jetzt. Das hier ist R2-D2. Genau. Der ist der aktuelle König von den Niederlanden. Prinz Willem Alexander R2-D2. Michi, das ist dein König. Ich weiß. Schau nur genau hin. Ich weiß. Da war übrigens, falls ihr das nicht mitbekommen habt, Königsfamilie hart am Struggeln gerade eben, was ihre Approval-Ratings angeht. Weil die sich, also sind wohl so niedrig wie noch nie. Und jetzt brauchen sie gerade irgendwie jeden Pluspunkt, den sie so kriegen können. Und was die letzten Wochen waren, ist, weil hier seine Gattin, Maxima, ist ja quasi immer noch beliebter als Willem Alexander. Und das ist quasi so die Trumpfkarte. Und jetzt veröffentlicht, also Maxima ist jetzt gerade auf so eine Interviewtour gegangen, um quasi lauter sympathische Anekdoten zu erzählen, dass sie halt besser wegkommen. Da war irgendwie letzte Woche die Schlagzeile, die Maxima geht hier mit Perücke quasi, geht die quasi in die Kneipen und isst Bitterballen. Also das ist ja hier so das Nationalgericht. Bitterballen. Und das ist das so. Das darf man aber nicht essen, oder wie? Naja, so generell ist es halt weird, wenn jetzt alle Kneipen zu sind, zu sagen, wie geht in die Kneipen und isst Bitterballen. Ach so. Da stellt sich halt raus, das ist halt eine Geschichte, die irgendwie 10 Jahre alt ist und dann hat sie ja quasi versucht, um jetzt näher an dem Volk dran zu sein, zu erklären, als sie quasi frisch mit dem Willem Alexander zusammen war, hat sie, um damals Niederländisch zu lernen, sich mit Perücke verkleidet und ist nachts quasi durch die Kneipen gezogen, um dort Niederländisch zu lernen. Und das haben die Leute wieder nicht geschnallt und haben gedacht, das ist von jetzt gerade. Das ist da, wenn das verkürzt so bei Social Media gepostet wird, also es war nicht der große Aufschrei, aber ein paar Leute bei Social Media waren verwirrt. Guck mal, da ist die Königin mit Perücke. Ja. Aber jetzt hab ich Bock auf Bitterballen. Wenn ihr das mal nicht gegessen habt, esst das mal. Was ist denn das? Sieht aus wie Erbrochenes, aber schmeckt voll geil. Apropos verkürzte Geschichten, das wollte ich mal kurz erzählen. Das hatte ich letztens gelesen, und zwar bei 9gag gab es eine Geschichte, wo so ein Bild war von dem Idris Elba, heißt er, ne? Der hier den Luther spielt und auch den, den Roland von Dark Tower und so. Genau, den auch, genau, und auch den Pacific Rim und so, da den Anführer da gespielt hat. So, und Headline war, BBC-Verantwortliche sagt, Idris Elba ist nicht schwarz genug. Was? Oder BBC-Integrationsbeauftragte sagt, Idris Elba ist nicht schwarz genug. Also, okay. Und darunter natürlich total dann so, ist halt auf jeder Social-Media-Plattform so. Kann das sein? Und dann hat man eingetippt, okay, wo kommt denn das her? So, die ganze Geschichte. Die Geschichte dahinter ist, dass diese Integrationsbeauftragte oder irgendwie so, also, oder Inclusion-Beauftragte oder so ist das, sie hat gesagt, dass die Figur Luther, die von Idris Elba gespielt wird, schon mal da ist der Punkt, dass zwei unterschiedliche Sachen sind, dass die nicht sehr klassisch schwarz sind, ist im Sinne von, er hat keinerlei schwarzes Umfeld, er hat keine schwarzen Freunde, er hat keine Familie, er hat keine Bezüge dazu. Das ist eigentlich eine Figur, die hätte jetzt auch komplett weiß oder irgendwo, also es findet in keinem kulturellen Rahmen statt als Figur. Und das hat sie gesagt, das ist eigentlich nicht sonderlich gut für diese Figur, weil ihr der einordnende Rahmen fehlt. Und das ist also geil. Und die Verkürzung davon ist dann, Idris Elba ist nicht schwarz genug. Also, okay. Also merkst du wieder, Social Media ist halt einfach wie stille Post. Also, jetzt stell dir mal vor, wenn das an der Wahnsinn zur BBC vordringt und dann kommt irgend so ein Marketing-Fuzzi auf die Idee, auf das Produktionsteam Einfluss zu nehmen und Vorschläge zu machen, wie man denn der Figur ein schwärzeres Umfeld verpassen könnte, was das dann für Vorschläge wären. Sag mal, Daniel, flackert deine Kamera? Ja, Daniel ist Flackerer. Ja, da flackert irgendwas. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Da müssen wir jetzt durch. Vielleicht ist wahrscheinlich es hier am Licht. Ah, nee, ist auch nicht besser. Da ist das andere sogar. Was ist denn das?
Was flackert denn da? Die Cam. Naja, ich mach mal weiter. Es gibt hier nämlich, ist Licht am Licht. Es gibt hier nämlich den noch in der Mitte. Das ist Prinz Konstantin. Ne? Von dem haben wir noch nie was gehört. Aber von dem hier haben wir was gehört, nämlich in der allerersten Ausgabe der Freizeitrevue. Und zwar nichts Schönes, nämlich Johann Friso. Oh, ja. Der, damit ging die Freizeitrevue vor 9 Jahren an den Start mit der Beerdigung von Prinz Friso, der bei einem schrecklichen Skiunfall ums Leben kam. Das wird auch später der Grund sein, warum ich A, entweder ausgewiesen werde hier oder warum ich niemals die Staatsbürgerschaft haben kann, weil es Aufzeichnungen davon gibt, wie wir die Geschichte von der Beerdigung von Friso erzählt haben. War ich da dabei? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Da warst du dabei. Ich glaube, die Geschichte ist tatsächlich nicht so aufregend, dass wir das irgendwie groß jetzt breit treten, weil es war halt das Wetter nicht gut in Irland. Prinzessin Beatrix schließt mit den Worten, wir wären rundherum zufrieden, wenn nur die Sonne scheinen würde, ja. Pech. Ist das gut, ey. Das ist der Aufmacher. Ja, ja, oder? Blöd mit der Kamera. Da machen wir ein Headline draus. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, Daniel. Da war es eine Verbesserung von 100%. Immer Ärger mit Friso. Ja, genau. Ihr seid völlig geschmacklos. Das war das, wo ich ausgesetzt wurde. An der Autobahnraststätte. Verstehe. Good times. Ihr seid, Gott, ihr seid sehr geschmacklos. Oh, da bin ich jetzt. Jetzt habe ich mal die Kolle. Also. Die Kolle. Das sagt man uns, wer immer wieder sagt. Hoppala. Du machst ja alles kaputt. Jetzt ist die Quali natürlich scheiße. Warum? Ja, weil wir wegen dem Mann vor, auf dem Bild. Mann, jetzt ist ja echt mal richtig scheiße. Moment, aber es flackert nicht mehr. Nö. Was ist das, eine andere Kamera oder was? Nee, ist die gleiche, nur halt nicht mehr in Mindblowing 4K. Jetzt machen wir hier mal 2K. Aber heute ist ja wirklich der Wurm drin. Heute ist echt mal der Wurm drin. Naja. Hä, Daniel, dieser Vorhang ist gar nicht allumspannend, sondern das seitlichen Rand. Ja, wenn der allumspannend wäre, dann hätte ich ja da keine Glotze. Das ist auch alles Betrug. Du kennst doch mein jetzt Zimmer. Jetzt kommt's nämlich nicht raus. Ich wollte ja nur gerade darauf rumreiten, dass das hier alles Lug und Trug ist. Jetzt bin ich hier. Mir doch ist gerade die Super Shotgun umgefallen. Ich muss gerade wieder hin. Das sind die. Gottes Willen. Müde. Bisschen. Ja. Na gut, wir machen weiter. Wo machen wir denn weiter? Irgendwas, was gibt es denn noch? Ein bisschen Spannenderes. Ja, was Peppigeres. Wir ja, mal ein bisschen, das irgendwie was einem von uns später mal die Einreise in ein Land verwehren wird. Ja, ja. Also, wir schauen mal. Wir haben Prinzessin Caroline Tränen auf der Hochzeitsreise, Beatrix und Klaus im Urlaub, neue Aufregung um Hollands blinde Prinzessin, Charles wich nicht von Silvias Seite, dann Hans-Jörg Felmi und Claudia Wiedekind, Liebesreise nach Italien, die kennt nun wirklich niemand mehr, Cornelia Frobös, ich suche ein Haus in Wuppertal. Das ist doch mal aufregend. Ist das ein Song? Ich suche ein Haus in Wuppertal, ja. Aber mit der Miete wird das nichts. Naja, Conny Frobös könnte sich, glaube ich, auch Miete in Wuppertal leisten. Auch 1978 noch. Ich weiß nicht, wer das ist. Die hat gesungen, pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann misch die ab zum Wannsee. Echt? Doch, nein, das ist... Ach echt? Ich wusste nicht, wie die heißt. Also das ist ja Wahnsinn. War doch ein großer Star in den 50ern mit Peter Kraus zusammen. Ein großer Star. Star. International. So, woher soll ich denn sowas wissen? In der Hitparade mit der Startnummer 1. Genau. Meisterkoch Paul Bocuse, feine Küche für jedermann. Ja, da bin ich jetzt auch mal kurz gespannt. Was hat denn der große Paul Bocuse 1978... Der Erfinder der Haute Cuisine, feine Küche für jedermann empfohlen. Da gibt es zum Beispiel Fritto. Blutwurst am Strand. Nee. Fritto, ausgebackenes. Das ist wie diese frittierte Kotze, von der du gerade erzählt hast. Fritos. Könnten Sie sich etwas genauer ausdrücken, denn das sind 90% aller Rezepte. Wie viele andere Vorspeisen auch eine gute Resteverwertung. Ich spare mir jetzt mal den französischen Dialekt. Fisch, Muscheln, Geflügel, Fleisch, Innereien oder Gemüse werden in kleine Stäbchen oder Stücke geschnitten. In Ausbackteig getaucht und in rauchendem Frittierfett. Das ist echt, das ist alles, was es hier zu essen gibt. Man serviert sie mit einer Soße oder einer gewürzten Butter. Das heißt, du nimmst irgendwas, frittierst es und servierst Butter dazu.
Darf ich Ihnen noch ein bisschen Butter reichen? Aber das ist doch jetzt auch nicht peppig. Jetzt mal was Peppiges. Was willst du haben? Jetzt habe ich Bock auf Bitterballen. Naja, irgendwas Skandaliges. Irgendwas, was ein bisschen mehr... Es kann nicht sein, dass vor 50 Jahren nichts geknallt hat. Leser schreiben mein bestes Rezept. Schinkenrolle Florenz. Was ist da drin? Schinkenrolle Florenz. Leberkäse Hawaii. Dann hier haben wir ein Interview mit Miriam. Leberkäse Hawaii? Okay, das ist Skandal-Level. Also, das ist doch hier vom Polt, das Sketch Leberkäse Hawaii. Schlimme ist, ich würde es halt essen, ne? Ich halt mit Toast Hawaii aufgewachsen bin. Ich fände das auch gut. Und jetzt, wo ich in Bayern bin, habe ich ja Leberkäse lieben gelernt. Das kannte ich ja vorher gar nicht, ne? Also, habt ihr sowas nicht im Osten? Ich hatte noch nie, bevor ich nach Bayern gekommen bin, auch nur den Begriff Leberkäse gehört. Also das ist halt auch nicht unbedingt was Hochwertiges. Ne? Ja, aber es ist ja also super geil. Ich esse das halt total gerne. Hier haben wir ein Interview mit Deutschlands erfolgreichster Schlagertexterin und der wird die Frage gestellt, warum eine Frau mit 33 nicht an die Ehe denkt. Ja, aber sie soll sich mal zusammenreißen, ne? Und hier schön an die Ehe denken. Also, so geht's ja wohl gar nicht. An dieser Stelle, was antwortet sie denn? Vielleicht ist die Antwort, das habe ich vergessen. Ach, jetzt muss ich sagen, ich hatte es vergessen. Ich will keine eheliche Bindung noch nicht, gibt Miriam zu. Ich muss mich frei fühlen für meine Arbeit. Außerdem empfinde ich den Erfolg wie ein bisschen Liebe. Ja. Okay, kann man so stehen lassen. Hier haben wir einen Artikel über Bob Dylan. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum 80. Der wurde gestern 80. War das gestern? Ja. Nee, gestern den ganzen Tag, Musik gehört. Der war damals. Udo Lindenberg ist, glaube ich, hat Geburtstag gehabt. Der war 75. Den. Okay. Ja. Da war gestern sogar irgendwie Radio Day zu. Spricht. Das war super. Was? Udo Lindenberg? Bob Dylan, da war gestern irgendwie auf Radio 1 Radio Day dazu, lief die ganze Zeit Mucke von ihm. Ja, der kann ja auch was. Gott, der war damals 37. Mein Gott, bin ich alt, ey. Ich bin jetzt älter, als Bob Dylan war, als er schon berühmt war. Wo ist jetzt dein großer Hit, Daniel? Und dein zweiter großer Hit. Wir sind gerade dabei. Den würde ich ja gerade. Ich suche ein Haus in Wuppertal. Wir leben ihn gerade live. Ja. Ja? Ist ja witzig mehr. Ja. Ich weiß nicht, es gibt nicht so die. Oh, hier ist was Geiles. Zeig mal, was ist das? Da bleibt uns das Lachen im Hals stecken. Das bunte Wochenmagazin. Hier sind auch so kleinere Beiträge noch. Den können wir uns ja mal anschauen. Hier, der zum Beispiel. Sind ja auch lustige Werbungen drin. Oh, was ist das? Oh ja, letztes Mal war der Werbung so groß. Lustig. Schalker Junge jodelt besser als ein Bayer. Was? Christian stammt aus dem Kohlenpott, doch seine Jodelkünste sind in Bayern gefürchtet. Beim Wettstreit nach Noten einer Sendung des Deutschlandfunks schlug er sogar den bayerischen Jodlerkönig Franz Lang. Der 13-jährige Christian Thomas Ixert aus Schalke-Gelsenkirchen jodelte besser. Seine Eltern können es nicht fassen. Singen hat der Junge im Kirchenchor gelernt, aber jodeln, das war einfach da. Mal kurzer Tipp. Ob das dann auch so ist, dass sich die Eltern dann so wundern, wo hat er das denn aufgeschnappt? So wie mit Schimpfwörtern. Wenn man nach Hause kommt, Kind, wo hast du das gelernt? Wer hatte das? Ja, der hat wahrscheinlich immer Alben von Gangster-Weppern gehört. Gangster-Jodlern. Oder er hat heimlich geübt hier, wie die Dame unten rechts, Hollerie, du Düdel-Dü. Oh, dann mach mal was Eigenes. Nun fürchten Christian sogar die aus dem Süden stammenden Berufsjodler. Der Jungstar macht sich aber trotz Platten- und Tourneepläne nicht allzu viel Gedanken über seine Musikkarriere. Er denkt weiter. Gibt's wirklich Berufsjodler oder ist das gerade ausgedacht? Damals vielleicht schon noch, aber eventuell große Gagen werde ich nutzen, um Toningenieur zu werden. Es wäre jetzt interessant, was wurde aus Christian Thomas Ixert? Wurde er wirklich Weltmeister in Jodeln? Christian Thomas Ixert. I-X-E-R-T. Christian Thomas Ixert. Habe ich jemanden gefunden? Christian Thomas Ixert. Wo kommt der her, hast du gesagt? Aus Schalke-Gelsenkirchen. Ich habe jemanden aus Herten-Westerholt, der so heißt. Das muss ja Elektrofachkraft.
Der ist das aber, glaube ich, nicht. Der wollte Toningenieur werden. Naja. Dann gibt's warte mal, ich guck mal noch, noch ein spannendes Bild. Nimm doch mein Knie, Joe. Da beißt ein Baby dem anderen in den Fuß. Dem wäre lieber, es würde ihm ins Knie beißen. 56 Jahre ist der, der arbeitet im Finanzamt. Geil. Den könnten wir eigentlich mal kontaktieren. Vielleicht erwecken wir wieder seine alte Liebe zum Jodeln in ihm. Und selbst wenn das nicht ist, zwingen wir ihn, dass er jodelt. Das lassen wir nicht in Ruhe. Dann haben wir hier das noch... Das schön! Jodele düdele dü. Wahrscheinlich wartet der seit 1978 darauf, dass endlich jemand das wertschätzt, wie gut er damals gejodelt hat. Und das war die, dass er im Goldenen Blatt im bunten Wochenmagazin aufgetaucht ist, war die, bisher der Gipfel seiner Berühmtheit. Und jetzt landet er bei uns. Siehst du mal. Siehst du mal. Da muss er jetzt durch. Den könnten wir eigentlich mal einladen. So wie den Dieter Bürgi. Xert, wo warst du in unserer letzten Sendung? Du wolltest 20.000 Mark, doch das halte ich für Verschwendung. Oh Gott. Ja. Keine lustigen, wie heißt der Dings? Melissengeist, ne? Wie ist der, also der wir Schnaps? Haben einmal, wir haben einmal hier Octadon, der Retter. Kopfschmerz. Octadon, die moderne Schmerztablette. Modern heißt, es wurde auf alle Stoffe verzichtet, die auch nur im Verdacht stehen, gesundheitsschädigend zu sein. Octadon ist eine moderne Schmerztablette, die in ihrer Zusammensetzung den neuesten Erkenntnissen entspricht. Eine vierfache Wirkstoffkombination gewährleistet eine besonders rasche und intensive schmerzfreiende Wirkung. Ausnehmend gut. Das Geile ist, wenn man das heute auseinandernehmen würde, wahrscheinlich sind wahrscheinlich alles Zutaten, die inzwischen nachgewiesen krebserregend sind. Ja. So, hier noch ein bisschen Asbest. Wenn hinterher rauskommt, dass auch nur irgendwie eine Kellertür damit isoliert war, muss man das ganze Haus wegsprengen. Die haben, glaube ich, echt diesen X-Set gefunden, unser Chat. Ja, das habe ich doch eben auch schon gesagt. Ja, kann man den... Jetzt lass doch den armen Mann in Ruhe, er hat mit dieser schrecklichen Vergangenheit abgeschlossen. Ja, aber vielleicht kann man den ja, vielleicht kann der ja auch Zoom, das können doch inzwischen alle, vielleicht kann man den ja mal einladen. Würde ich schon gerne mal mit dem quatschen. Aber wir haben noch gar nicht Zoom. Ja, dann haben wir halt Discord. Der ist bestimmt erspar schon mir die, Discord welche Video-Chat-Software benutzen wir als nächstes Diskussion. Da haben wir ganz dünnes Eis zurzeit. Naja. Ja, ich glaube, der ist schon auf unserem Discord-Server. Ich ziehe ihn einfach mal kurz rein. Hol ihn mal rein. Kanal, ja. Octadon gegen Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Schmerzen verschiedenster Ursache, Gegenanzeigen, schwere Nierenfunktionsstörungen, erblich bedingter Mangel an Glucose 6, Phosphat, Dehydrogenase, Schmerzmittel sollten nicht über längere Zeit oder in höheren, also das muss ich schneller vorlesen. Schmerzmittel sollten nicht über längere Zeit oder in höheren Dosen oder ärztlichen oder zahnärztlichen Rat eingenommen werden, Vertrieb Deutsche Chefarzt oder Pharma GmbH 764 Lünen. Muss man immer so schnell vorlesen, so wie... Ja, und währenddessen müssen eine Zeitlupe Leute glückliche Sachen machen. Also irgendwie so zwei ältere Leute, die so ein Kind hochheben und so ein Pärchen, was so am Strand entlang geht. Und währenddessen sagt die Stimme sie halt, dass dir aus allen Löchern das Blut rauslaufen wird, wenn du das auch nur riechst. Aber schnell und in lateinischen Fremdwörtern. Sparta Sammer fragt Octagon MMA. Ja. Das ist das, oder? Das ist das. Da wo man sich dann auf die Fresse das hauen kann. Ende mit Kopfschmerzen. Aber es gibt auch noch mehr gegen Kopfschmerzen, nämlich einmal Migräne. Nerven, Muskel, Gelenkschmerzen, Föhnbeschwerden, außer äußerliche Anwendung. Keine Magenbelastung durch Einreiben der schmerzenden Stellen. In allen Apotheken rezeptfrei erhältlich. 5,50 Mark. Novopin Migräne-Äther. Dann gibt es Thymustherapie, Pauschalkur schon für 1180 D-Mark. Immunwirkstoffe aus der Thymusdrüse sorgen für aktiven Schutz vor Erkrankungen und halten das Altern auf. Gezielte Behandlung bei rheumatischen Beschwerden. Weitere Behandlung. Moment mal, die hatten da schon das Mittel fürs ewige Leben? Das hält das Altern auf? Ja, aber 1180 Mark, das ist ja viel zu teuer. Das kannst du ja nicht mal Prinzessin Caroline leisten. Das sind ja 5 Tage Urlaub. Muss man nicht dauernd in Urlaub fahren, da kann man doch unsterblich sein. Ja, und lebt ihr noch oder nicht? Die Frage ist, willst du unsterblich sein, wenn du nicht in Urlaub fahren darfst? Oh, stimmt. Die Frage ist willst du unsterblich sein, wenn du Fürstin von Monaco bist? Oder nicht mal das, sondern nur die Schwester vom Fürsten von Monaco. Und jedes Jahr der Krach mit dem Rennen vor der Tür. Was für ein Scheiß. Das tue ich mir höchstens 80 Jahre lang an. Dann ist aber Schluss hier.
Jetzt ich habe heute das gelesen, dass die älteste Frau der Welt, 122 geworden ist. Weil, warte mal ganz kurz, ich muss, der Gag war nämlich der, die hat ihr Haus verkauft und quasi sich dafür, genau, Jeanne Calment hieß die, von 1875 bis 1997 hat die gelebt, 122 Jahre alt. Und warte mal. Hier ist es, genau. Dann hat die quasi ihr Haus verkauft und hat sich dafür eine Leibrente von 2500 Franc pro Monat auszahlen lassen. Das heißt, der Typ, der das gekauft hat, so ein Rechtsanwalt, musste ihr halt monatlich 2500 Franc geben, solange sie lebt. Dann dachte der sich halt bestimmt, ja, voll das geile Geschäft, ne? Weil da war die ja schon 90. Dann hat er das nicht mehr erlebt, weil der Anwalt ist dann mit 77 Jahren an Krebs verstorben und die Witwe von dem Anwalt musste sie noch weiter bezahlen, dass sie am Ende quasi rund 900.000 Franc dafür bekommen hat, was der doppelte Wert von diesem Haus gewesen ist. Megas Geschäft macht, einfach nicht sterben. Das stimmt. Und die hat dir das genommen, was du da schon vorgelesen hast. Die Thymustherapie, ja. Ja. Ihr könnt übrigens weitere Behandlungsmöglichkeiten erfahrt ihr durch unser ausführliches, kostenloses Informationsmaterial T2. Kurklinik Landskrone in Bad Neuenahr, Ravensberger Straße 3-5. Telefonnummer 02641 2281. Können wir mal anrufen und eine Thymustherapie. Eigentlich könnten wir für jeden von uns, dann können wir auf ewig GameTube machen. Das haben wir gerade noch auf der hohen Kante. Gute Nacht. Na was, wir sind doch schon... Oh geil, Roman hat uns gerade geraidet mit 11 Personen. Danke, Roman. Yes, cool, danke, yo. Roman. Was anderes, was mich jetzt ein bisschen irritiert, bei der Drogerie Schäfer in 61 Darmstadt 11, Postfach 111-011. Erstens, wie viele Elfen passen in eine Adresse? Wäre übrigens auch ein guter Songtitel. Heilkräuter und Gewürzversand. So. Ihr Getränk, um gesund zu bleiben, verblüffend einfach die Herstellung mit meinem Kräuterpaket für 28 D-Mark 50. Nur das Beste vom Besten, Nachname frei. Schwedentrunk selbst gemacht. Jetzt bitte, Michi, google mal Schwedentrunk, was du da findest. Ich weiß, was das ist. Weißt, ich kann euch das sagen, was das ist. Ja. Wir haben auch schon mal gehört. Ja? Ich habe das schon mal gehört. Erklären Sie mal. Also Ich google es auch mal. Also meines Verständnisses nach bedeutet ein Schwedentrunk eine bestialische Art der Folter bzw. der Hinrichtung, wo man jemandem ein Schwert in den Rachen rammt und ihm dann quasi entweder vorne auf den Kiefer damit bricht und dann quasi irgendwie Gülle oder irgendwas anderes an dem Schwert in den Rachen hinablaufen lässt, bis der daran erstickt. Prost, Mahlzeit. Kann man nur noch einen recht guten Appetit wünschen. ja, gibt es jetzt aber auch für 28,50 schon beim Heilkräuter- und Gewürzversand Drogerie. Drogerie Schäfer in 61. So ein kleines Set, wo dann so ein Schwert dabei ist und so eine Flasche Scheiße. Wie an Silvester hier die wo du als Silvester Zeug feierst. Bleigießen. So, ich dachte, die Drinks, die es bei dir immer gibt an Silvester. Also, 61 Darmstadt 11, Postfach 111-011. Da könnt ihr euren Schwedentrunk für die nächste Silvesterparty bestellen. Prost, Mahlzeit. So, dann haben wir noch quälender Juckreiz und Darmträgheit. Also es ist sehr medizinlastig. Übrigens, nur mal kurz als weil beim Schwedentrunk bei Amazon. Ich würde es bei Wikipedia, Entschuldigung, nicht für Amazon. Unten kaufen auch. Hier ist unten der Daumenschrauben. Ja, und Löwenbräu. Bitte nutzt unseren Promotion-Link. Das ist so krass, wie die Beschreibung ist. Pass auf, Auswirkungen. Neben dem dadurch erregten Ekel und Abscheu sowie der Möglichkeit bakterieller Infektionen verursacht. Was ist das denn genau? Schwedentrunk. Bei dem Schwedentrunk, genau. Das, also der Satz klingt so
so krass nüchtern, wenn du vorher, also pass auf, der erste Beschreibungssatz, der Schwedentrunk war eine während des Dreißigjährigen Krieges häufig angewandte Foltermethode, bei der dem Opfer Jauche oder Wasser, oft auch vermischt mit Urin, Kot und Schmutzwasser, über einen Eimer oder Trichter direkt in den Mund eingeflößt wurde. Sag ja Löwenbräu. So, nach dieser Beschreibung kommt so ganz nüchtern noch so, neben dem dadurch erregten Ekel und Abscheu, das finde ich jetzt nicht so toll, sowie der Möglichkeit bakterieller Infektionen verursachte der Schwedentrunk Erstickungsängste sowie starke Magen- und Bauchschmerzen. Das klingt alles irgendwie so krass nüchtern, so, ja, dann nimmst du danach noch einen Remi, ne? Hier, naja. Wenn du deinen Schwedentrunk selbst herstellen willst, also jetzt nicht den vom Drogerie Schäfer 61 Darmstadt 11 bestellen willst, dann hilft Dr. Grandels Diätkleie. Die hilft nämlich auch bei Darmträgheit und Stuhlgangsorgen. Oft, wenn man so Stuhlgangsorgen hat, ihr kennt das, beste gereinigte, standardisierte, fermentierte, zusatzfreie Weizenkleie mit allen lebensnotwendigen Quell- und Ballaststoffen sorgt auf natürliche Weise für einen weicheren, lockeren und problemlosen Stuhl. Unentbehrlich in jeder Entschlackungs- und Schlankheitsdiät. Dr. Grandels Diätkleie erzieht ihren Darm. Ist das irgend so ein Chiffre oder so? Ich kenne das normalerweise nur aus der TZ, aus dieser einen Seite, wo dann irgendwie so mollige Sie erzieht deinen Darm. So, ruft mich an. Richtig. Wenn ihr daran Interesse habt, dann in Neureform, Reformhäusern und Depots Gratisproben und Prospekte, auch von Keimdiät GmbH Postfach 111649 8900 Augsburg 11. Stichwort Diätkleie genügt. Ich habe das Produkt jetzt ausprobiert. Ich bin super zufrieden damit. Die Diätkleie, seit einer Woche benutze ich es jetzt. Mein Stuhl super weich. Und ich muss auch wirklich sagen, was der Professor hier mit meinem Darm gemacht hat, das müsst ihr auch mal ausprobieren. Benutzt den Rabattcode Michiskleie und dann bekommt ihr auch noch 10% obendrauf. Tschüssi. Du machst das doch öfter, oder? Hast du eigentlich? Oh ja. Was denn? So. Habe ich einen Rabattcode? Wollt ihr noch mehr Medizintipps? Wir haben noch Kreislauf, Sauerstoff, Lähmungen aller Art, Potenz bis ins hohe Alter, die S-Bremse treten. Dass man noch hat oder dass man nicht mehr hat. Zigeunerin, Schägedina, darf man nicht mehr sagen, ne? Eine Hellseherin und Wahrsagerin inseriert hier. 300 Mark pro Woche extra, Kopfschmerzen und Migräne, Frischzellen, Sanatorium, genau. Und Haarprobleme, was darf es sein? Irgendwas mit mehr Pep? Mann! Fritz hat so wenig Pep, schau mal, was man ihm mal geben kann. Es gibt eine Aslan-Therapie gegen Alterserscheinungen. Sind Alterserscheinungen, dass man alte Leute sieht? Oder? Oh Gott, ich sehe alte Leute. I see old people. Teige Ginseng haben wir hier noch, Bargeld per Post. Das ist geil. Atembeschwerden, cool. Der sagenhafte Kupferreif, echt Silber. Passt zum silbernen Freischwimmer. Der mega starke Kupferanhänger. Ja, keine Ahnung, also die Artikel sind jetzt auch nicht mehr. Plötzlich, ach so, oh geil. Ich war die Geliebte von Elvis Presley, behauptet hier einer. Oh, das ist, ja, also da muss ich eine halbe Stunde lang nach was mit ein bisschen Knall fragen und dann kommt die Geliebte von Elvis Presley. Hallo, ja. Also Paige, jetzt los hier, ich will's wissen. Paige Peterson sagt, ich war die Geliebte von Elvis Presley, hier ist die zweite Folge, wollt ihr das hören? Hä, wie die zweite Folge? Naja, das ist so ein... Da fehlt uns der Auftakt dann. Da fehlt uns halt die Ausgabe davor, das ist halt so ein... Ja, aber dann haben sie das doch ganz gut, vielleicht sind sie dann kurz vorm Knutschen oder so, dann muss man dieses ganze vorher... Ja, wir können das auf jeden Fall hier ist das Ende. Also schauen wir mal. Paige Petersons... Oh ja, dann lese mal vor und wir überlegen, wie das angefangen hat. Ja. Paige Petersons Verhältnis mit Elvis Presley endete am 27. Oktober 1971, in jener Nacht, in der sie im Drogenrausch fast den Tod fand. Ihre Liebe endete nie. Noch heute steht sie ganz im Bann des Mannes, dem sie verfallen war. Ihre Erinnerungen an die Zeit jener leidenschaftlichen Affäre hat sie bisher nur einem einzigen Menschen erzählt. Eddie Rocco, dem Hollywood-Korrespondenten des Goldenen Blattes. Ja, genau. Also, wie heißt die? Paige Peterson. Paige Peterson. Und wenn mal einer wie ein seriöser Journalist klingt, dann ist es ja wohl Eddie Rocco.
Elvis war ein wunderbarer Mann und ein warmherziger Mensch, doch es waren die Drogen, die ihn zerstörten. Im Drogenrausch tat er Dinge, die er sonst nie getan hätte. Man musste immer Angst um ihn haben. In seinen lichten Momenten war er sich dessen selber bewusst. Deshalb verbrachte er die Nächte auch nie gern allein. Immer musste jemand im Raum mit ihm sein. Entweder seine Frau oder seine Leibwächter oder ein Mädchen. Anfangs habe ich das nicht verstehen können, doch dann kam der Moment, wo er sich zu Tode gestürzt hätte, wenn ich nicht da gewesen wäre. Er hat selbst immer wieder zu mir gesagt, du hast mir das Leben gerettet. Wir hatten Elvis geredet, auf jeden Fall die Lippe so. You saved my life. Sonst würde ich es nicht erwähnen. Aber es zeigt eben, dass er nicht Herr seiner Sinne war, wenn er sich einmal wieder mit Medikamenten vollgepumpt hatte. An diesem Abend waren wir wie tot ins Bett gefallen. Plötzlich, mitten in der Nacht, schreckte Elvis hoch. Ich erwachte davon, dass er aus dem Bett sprang und zum Fenster stürzte. Einen Moment war ich starr vor Entsetzen. Der wollte doch bestimmt nur Cheeseburger haben. Wie immer nachts. Das ist nichts gegen einzuwenden. Er hat doch nachts nicht gepennt. Na gut. Einen Moment war ich starr vor Entsetzen. Dann hatte ich mich gefangen und mit einem Schrei konnte ich mich auf ihn werfen und ihn zu Boden reißen. Ach so, ja, 71, da konnte man Elvis vielleicht auch noch zu Boden reißen. Eine Sekunde später und er wäre in der Tiefe zerschellt. Denn unser Hotelzimmer lag im 13. Stock. Was hat sie denn so sicher gemacht, dass wenn sie ihn da so im Halbschlaf tackelt, dass er dann nicht aus dem Fenster fällt? Ja, vor allem wäre der dann zerschellt, wäre der nicht, ich weiß nicht. Es ist, da war aber kein Lektor mehr drin. War der eine Lego-Figur? Ja, der war aus. Wow. Elvis has left the building. Ja, bei Rex Gildo war die nämlich nicht dabei. Für mich war das ein großer Schock, doch er machte nur seine Witze darüber. Ich kann nicht begreifen, dass seine Ärzte nichts unternahmen, ihn von seiner Tablettensucht zu heilen. Wie oft habe ich miterlebt, dass der Arzt Dr. Nick, der immer für Elvis bereitstand, ihm auf einen Wink hin die gewünschte Dosis spritzte. Mir sagten sie, das seien Vitaminpräparate, aber ich sah doch, wie diese Mittel seinen Körper aufschwemmten und seine Persönlichkeit zerstörten. Vielleicht, wenn ich immer bei ihm gewesen wäre, hätte ich ihn davon abbringen können, aber ich traf ihn ja nur, wenn er mich rief. Einmal nahm er mich nach Graceland, mit nach Graceland, seinem Haus in Memphis. Ich weiß noch, wie mich sein ich weiß noch, wie mich sein Schlafzimmer dort beeindruckte. Es war unendlich groß. Die Wände waren mit Kunstleder bezogen und die Polstermöbel mit Pelzimitationen. Und direkt über dem Bett hing ein Fernseher herab. Wir schalteten gern das Fernsehen ein, auch wenn Elvis immer wieder zwischendurch einschlief. Aber es war trotzdem nicht langweilig. Wir brauchten diese Ruhepausen, denn oft kam er plötzlich wieder auf verrückte Ideen. So waren wir einmal mit vier Freunden zusammen im Kino und diskutierten anschließend über die Bedeutung des menschlichen Körpers. Elvis meinte, er sei nur eine Hülle und repräsentiere nicht unser wirkliches Ich. Das sei die Seele. Was für verrückte Ideen. Und der Körper sei eben nur ein Behältnis für diese Seele. Bei dieser Gelegenheit sagte ich, dass ich noch nie einen Toten gesehen hätte und prompt schlug Elvis vor, doch einmal in ein Totenhaus zu gehen. Sich umzubringen. Was ist denn ein Totenhaus? Also fuhren wir zu einem Bestattungshaus von Memphis. Erstaunlicherweise war niemand dort. Ach so. So konnten wir ungestört durch die verschiedenen Räume gehen und uns die Toten anschauen. Bei einem sagte Elvis, Don't touch this body. Fass diesen Körper nicht an. Der Stern von David sagte mir, dass das ein Jude ist und der muss erst durch den Rabbiner gesegnet werden. Keiner darf ihn berühren. So verlangt es ihre Religion. Dann kamen wir zu einer alten Frau, die auf dem Tisch lag. Ich glaube, dort spritzt man ihnen etwas in die Venen und lässt all ihr Blut ab. Elvis zeigte mir genau, wo das Blut herauskommt. Was ist denn das für eine Geschichte? Okay. Ich fürchtete mich sehr, doch andererseits fühlte ich mich neben Elvis auch sehr sicher. Er schien so absolut alles zu wissen und glaubte wie ich ganz fest an die Unsterblichkeit der Seele. Es waren diese Dinge, die mich an Elvis so faszinierten. Sein Glaube, seine Warmherzigkeit, seine empfindsame Seele. Ich habe es auch verstanden, dass er mich nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nicht wiedersehen wollte. Er brachte es einfach nicht fertig, mir noch einmal in die Augen zu schauen. Die Tatsache, dass er es war, der mir die Drogen gegeben hatte, erzeugte ein Schuldgefühl in ihm, dem er seelisch nicht gewachsen war. Es half ihm auch nichts, dass er mir ja schließlich das Leben rettete. Wie mir sein Leibwächter Sonny später erzählte, griff er nach diesem Zwischenfall noch häufiger zu Beruhigungsmitteln. Wir haben noch zweimal miteinander telefoniert. Beim ersten Mal sprachen wir über eine Stunde miteinander und er sagte mir, dass er für mich gebetet hätte. Ich weiß, dass er es getan hat, denn schon bei unserem allerersten Zusammentreffen hatte er mir gesagt, wie sehr er an Christus glaube. Bei unserem letzten Telefonat stand er so unter Drogen, dass er kaum mehr sprechen konnte. Ich versuchte ihn zu verstehen, aber es war unmöglich.
nur seinen Lallendrang an mein Ohr. Mögen ihn andere dafür verdammen. Für mich bleibt er immer ein guter Mensch. In seiner ganzen Karriere. Also nur so, Er ist krank, er leidet nur noch. Wie hieß die jetzt? Paige Peterson. Peter Pan. Peter Harry Peterson. Naja. Was also es gibt Aufzeichnungen von einer Paige Peterson und die ist ein bisschen eine streitbare Figur, weil wohl nicht so ganz klar ist, wer da wen mit Drogen versorgt hat. Ich glaube, da hat jeder jeden mit Drogen versorgt. Ja, richtig. Aber das ist ja eine irre Geschichte. Und wie der Chat auch schon völlig richtig festhält, wie kommt die denn einfach in ein Leichenschauhaus rein? Hä? Also ja. Als wenn der King vor der Tür steht, ne? Den hättest du auch reingelassen. Sollen wir mal ins Fernsehprogramm schauen vom Wochenende des 22. und 23. Juli? Oh ja. Aber das verpasst, haben wir doch jetzt alles verpasst. Ja, aber es kommen wir vielleicht eine Wiederholung. Ich hab's aufgenommen, Fritz. Wollt ihr? Ich kann dir die VHS geben. Mal nachgucken, welche Sachen wir noch finden können im Netz. Schauen wir mal. Wollt ihr, was da lief. Wollt ihr hören, was im ersten oder was im zweiten Programm läuft? Nee, drittes gibt's sogar auch noch. Aber da kann ich mich gar nicht entscheiden. Weiß ich auch nicht. Wo kommt denn Fury? Das Problem war, man musste ja dann immer die Kinder vorschicken, dass sie den Kanal umwechseln. Also die alten Fernsteuerungen noch. Junge, schalt um. Was haben wir das nicht sogar schon mal angeschaut? Das kommt mir so bekannt vor. Erstes und zweites Programm, ja. Haben wir schon mal angeschaut. Haben wir gesehen. Nennt sich Erinnerung Kindheit. Also am 22. Juli, es war ein Samstag, im ersten Programm, da gibt es hier den Hinweis, Vormittagsprogramm nur über die Fernsehsender des NDR, SFB, also Senderfreies Berlin, Meißner, Rimberg, Habichtswald, Fulda, Kreuzberg-Rhön und Ochsenkopf-Fichtelgebirge. Also kriegst du jetzt, wenn du nicht im Sendebereich des Ochsenkopf-Fichtelgebirges wohnst, gibt es schon mal kein Vormittagsprogramm am Samstag. Es gibt ein Ochsenkopf-Fichtelgebirge? Um 10 Uhr geht's los mit der Tagesschau, die dauert 25 Minuten, dann kommt gleich Derrick. Das ist schon hart, gell? Wenn du jetzt so ein Kind bist, hockst dich um 10 vor die Glotze, dann wirst du gleich mal hier von Derrick und Fritz Wepper. War Fritz Wepper bei Derrick oder war der beim Alten dabei? Ich glaube, der war bei Derrick, der Assistent. Oder Harry, hol schon mal das Auto, was er nie gesagt hat, aber okay. 11.25 Uhr, die kleinen Strolche. Dann Auslandsjournal, dann die Umschau, Presseschau und dann wieder die Tagesschau. Also viele Informationen und die kleinen Sträuche zwischendurch. Also 100 Jahre alte, nee, damals 50 Jahre alte Slapstick-Comedy, okay. Programmvorschau, dann Tagesschau 14.20 Uhr, dann Sesamstraße. Mhm. Dann Freigeboren, die Königin der Wildnis, englischer Spielfilm von 1965 mit Virginia McKenna, Bill Travers und Jeffrey Keane. Dann 16.30 Uhr, ARD-Ratgeber Recht. Dann die Tagesschau, dann die Sportschau. Also ich weiß nicht, habt ihr mal Matt TV gespielt? Wann kommt die Tagesschau da schon? 17.45 Uhr. Da kommt nur Tagesschau. Tagesschau kommt um 10, um 1, um 20 nach 2, um Viertel vor 6. Und dann kommt Regionalprogramm. Da kommen dann auch gleich mal Nachrichten, dann unter einem Dach. Samstagsclub. Ob das immer eine andere Ausgabe dann war oder ob die das mehrmals abgespielt haben pro Tag? Weiß ich nicht. 78, wer war denn? Ja, die hatten ja schon so Breaking News sind doch dann neu reingekommen immer. Stimmt. Ja, aber wer weiß, wie schnell die Breaking News da kamen. War Jan Hofer damals schon bei der Tagesschau? Nee, der war es in den 80ern. Es war wahrscheinlich noch Karl-Heinz Köpke und vielleicht Werner Feigl und Wilhelm Wieben. Warte, ich guck kurz nach. 78. Jedenfalls Regionalprogramm im Bayerischen Rundfunk bei uns hätte man gesehen. Nachrichten unter einem Dach, Samstagsglück, habe ich gerade gesagt. Senderfreies Berlin. Und unter einem Dach sagt mir was sogar. Kenne ich nicht. Da wäre gekommen Parabel, dann Ach du lieber Himmel, Wetterbericht und die Abendschau im SFB. Genau. Ach du lieber Himmel. Dann die 20 Uhr Haupttagesschau. Danach kommt Glück und Glas, eine heiter musikalische Abendunterhaltung von Hans Huberten mit Gerhard Riemann, Gisela Schlüter, Heino, Hannelore Auersberg, Lolita unter anderem. Von erlesenen Trinkgläsern über anheimelnde Windlichter bildet Glas den Hintergrund für ein heiter musikalisches Showprogramm mit Schlagern, Sketchen und beliebten Gästen. Ach, das waren so. Also Jan Hofer war erst ab 85. Jo Brauner war in den 70er Jahren. Dagmar Berghoff. Ach, und sogar noch was die Namen. Chefsprecher bis Werner Feigl war da auch noch Chefsprecher.
Und Karl-Heinz Köpke. Aber genau. Köpke war doch bis in die 80er Chefsprecher, oder? Bis 87, ja. Das siehst du mal. Genau, dann Ziehung der Lottozahlen, 21.45 Uhr, die konnte man hier auch sogar eintragen. Oh, welche sind denn das? So, die haben sie nicht reingeschrieben, leider. Ich zeig Kannst du dem Schnarchzapfen sagen, dass er das mal, dass hier defekt ist, das Exemplar, weil da niemand die Lottozahlen eingetragen hat? Das wäre halt ja gut, so wenn quasi er, nicht brauchbar. Wenn er uns das nächste Mal eine Zeitung von 2022 schickt, wo die Lottozahlen schon drin stehen. Den Sportalmanach. Dann Wort zum Sonntag, dann Saldo rückwärts. Das aktuelle Programm aus dem Komödien in Düsseldorf mit Lore Lorenz, Jochen Busse, Thomas Freitag, Heinrich Hambitz und Helmut Kosiarka. Das Saldo rückwärts. Ja, das die ist lustige Finanzshow oder was? Nee. Das ist halt politisches Kabarett. Okay. Dann Columbo, Schwanengesang, amerikanischer Spielfilm von 1974 mit Peter Falk natürlich als Columbo und Johnny Cash. Nein. Ja. Columbo auch, die ja. Die kenne ich okay. sogar, die Folge von Columbo, da spielt Johnny Cash den. Den Country-Sänger. Ja, was, da musste er sich Surprise. Ja in diese Rolle reindenken. Wahnsinn, ja, was heißt, diese Vielseitigkeit. Heißt aber in der Columbo-Folge heißt er Tommy Brown. Hallo, I'm Tommy Brown. Ding, 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 ding. I hear the trainer coming. Genau, im zweiten Programm haben wir Hits wie Lassie kommt um drei, Serie um einen klugen Hund. Geil! Das ist ja cool, dass du das noch so beschrieben Danach, hast. Mach was draus mit dem Schnorchel unter Wasser. Dann das alte Dampfross, Folge 11. Was? Mach was draus mit dem Schnorchel unter Wasser? Das ist ja, ist das, haben sie da Leute so unter Wasser festgekettet und ihnen Schnorchel gegeben? Das war so eine Reality-Show damals, ja. Mach was draus, Junge. Mal gucken, wie lange er durchhält. Das war so am Anfang, du wurdest unter Wasser quasi mit Handschellen festgemacht und dann konntest du dich aussuchen, ob du den Schlüssel haben willst oder den Schnorchel. Die meisten Leute haben in Panik den Schnorchel genommen und ihr Leiden damit nur verlängert. Wie bei Loriot, bei dieser Parodie von der Spielshow mit Wieser, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo sie diese Familie in diesem Wassertank einsperren und dann haben sie irgendwie 5 Minuten Zeit, sich zu befreien. Ja. Dann läuft dazu die Zeit, aber schade. Ja. Naja. Das alte Dampfross kommt um 15.35 Uhr, Folge 11. Jessica ist verschwunden. Würde ich auch gerne sehen. Hm. Ist bestimmt mega brisante. 25 Minuten Drama pur. Ortsgespräche am Rande der Bad Hersfelder Festspiele. Der große Preis, Bekanntgabe der Wochengewinner, ja okay. Große Preis habe ich gern geschaut früher. Dann der Länderspiegel, dann sieh mal an. Das kriege ich gar nicht mehr, was war denn das? Erzähl mal kurz. Das war so eine Quiz-Show im ZDF, im zweiten Programm mit Wim Tölke, wo auch Wum und Wendelin, dieser Elefant und der Hund, jetzt flackert die Kamera schon wieder, immer dabei waren. Das war geil. Das sagt mir gar nichts. Quiz-Sendung, glaube ich, immer donnerstags. Okay. Meinung, Meinung. Heute Nachrichten, Rock-Pop, Musik für Fans, dann die Flucht, ein sowjetisch-russischer Spielfilm von 1969-70. Heute das Was, ein sowjetisch-russischer Spielfilm kam im Westfernsehen. Mhm. Was ist da los? Was? Haben die aus Versehen falsch umgeschaltet oder was? Falsch eingesteckt. Also, keine Ahnung. Das aktuelle Sportstudio, der Marshall von Cimarron heute und dann ist Sendeschluss. Und das nennen die Systemkampf, ey. Kein Flipper. Und am Sonntag... Kein Flipper? Es kam auf jeden Fall sonntags, kam schon die Sendung mit der Maus, der internationale Frierschoppen mit, Frierschoppen. Mit der internationale Gefrierschoppen. Das war die Sowjetversion davon. Schatz, ist noch Kohle da? Nein. Geil. Aber Wodka. Durchs wilde Kurdistan von den Karl-May-Festspielen, die Sportschau, Weltspiegel, also eigentlich wie heute auch, Tagesschau. ZDF-Matinee, die Drehscheibe, Strandpiraten, kleine Sträucher. Die Drehscheibe wieder. Sagt mir was, das, was war denn das? Weiß ich nicht genau. Das war, glaube ich, so ein Magazin halt. Zweites Programm, so ein bisschen, so wie es morgen. Wäre es nicht an der Zeit, dass wir diese ganzen alten Namen inzwischen wieder benutzen können? Ja, das geht. Ich wäre dafür, dass wir unsere Formate auch alles so, die Spiele-Drehscheibe oder so. Wenn wir einen besseren Mediengestalter hätten, würde ich unser ganzes Programm hier so auf so... Fernsehen der 70er, 80er. Die Sache ist halt, dass wir haben noch gar keinen Mediengestalter schon die ganze Zeit, ne? Was? Das macht halt Böhmermann schon. Ja, aber der macht das falsch. Finde ich nicht.
Nicht immer. Siehst du, ich wollte gerade eingefallen, der hat in seinem Podcast mit Olli Schulz zusammen haben die eine Rubrik, die heißt Tiere, die es geschafft haben. Und da geht es dann immer um bekannte Tiere. Und dafür haben sie so ein dummes Jingle, wo es halt dann, da singt immer einer Tiere, die es geschafft haben. Und dann im Hintergrund Kommissar Rex. Und dann ist ein Tier, was genannt wird, ist Flipper, der Fisch. Ich muss jedes Mal so lachen, wenn sie sagen Flipper, der Fisch, das ist so gut. Ja. Im Hauptprogramm am Sonntagabend 20.15 Uhr im zweiten Wiedersehen macht Freude, Elmar Gunsch präsentiert Kabinettstückchen. Ich liebe dieses Wort. Kabinettstückchen. Achso, das ist sogar ein Kabinettstückchen. Na, irgendwas Cooles, was jemand kann oder macht. Hat Elmar Gunsch eigentlich aus seinem Namen Kapital geschlagen? Inwiefern? Weil da kann man doch super, dass man halt so eine Sendung, da nennt man halt dann irgendwie Gunsch-Konzert oder so. Weiß ich nicht, aber Elmar Gunsch hatte eine geile Stimme. So, der war so der Radiomoderator. Very good, meine Damen und Herren, grüß Sie Gott, herzlich willkommen im Bayerischen Rundfunk. Aus Österreich, dass du dich immer an sowas erinnern kannst, ey, das wüsste ich alles überhaupt nicht. Gunsch ist wegen seiner markanten, sonoren und weichen Bassstimme erhielt er den Beinamen Die Stimme. Die Stimme. Also schon gut, wenn man Die Stimme heißt. Ja, das hat im amerikanischen Sprachraum nur Dings geschafft. Frankie Boy. So, Damenbart und lästige Haare werden durch die besonderen Eigenschaften meines Mittels Pipetta radikal mit der Wurzel entfernt. Kein Pulver, Creme oder Pinzette. Hä, das ist doch jetzt kein Fernsehprogramm mehr. Nee, das ist jetzt wieder Werbung. Wollen wir mal. Ach so, du musst doch sagen, wenn die Werbung kommt. Ach so. Du musst doch so eine Einblendung kommen und jetzt Werbung. Also wirklich. Naja. So, hier gibt es noch Modetipps, Rätsel, die Apfeldiät. Ui, also Apfeldiät. Ist gar nicht so dumm. Jetzt aufgepasst. Erster Tag. Ausschließlich Äpfel. 10 Stück über einen Zeitraum von 12 Stunden verteilt. Zwischendurch sind nur ein paar Tassen Kräutertee gestattet. 10 Äpfel am Tag? 10 Apples a day. Hä? Könnte von euch jemand 10 Äpfel am Tag, an Tag 1 10 Äpfel essen? Wieso denn nicht? 10 Äpfel am Tag? Das hängt einem dann schon ganz schön raus. Also nach Apfel 3 hätte ich doch keinen Bock mehr. Wahrscheinlich ja hast du dann für die nächsten 10 Tage keinen Bock mehr, überhaupt was zu essen. Die geht, aber ich muss mal, glaube ich, vorne anfangen, weil das nordet das Ganze ein bisschen ein, auch die Länge der Diät. Also, billig und erfolgreich. Geht nur einen Tag. Die Apfeldiät. Einseitiger geht es nicht, erfolgversprechender aber auch nicht. Die Apfeldiät ist ein echter Geheimtipp für alle, die ihre überflüssigen Pfunde sozusagen im Sauseschritt loswerden wollen. Also rechnen wir mal. Keine Ahnung, bei mir sind es vielleicht so 15 überflüssige Kilos oder so. Ja. Möchte ich jetzt loswerden, mache ich jetzt die Apfeldiät. 20. Nein. Geil, dieses Nein. Jahr auch noch ja. so. Ja. Stimmt. Allerdings, ganz so einfach ist es nicht, diese Diät durchzuhalten, denn schon nach ein paar Tagen, nach ein paar Tagen zeigt sich der erste Widerwillen gegen den säuerlichen Geschmack, den man zu jeder Mahlzeit aufgetischt bekommt. Da ist der Frust schon im Intro drin. Da heißt es eben, Zähne zusammenbeißen und, auch wenn es schwerfällt, daran denken, dass sauer angeblich lustig macht. Dafür hat die Gott, wie geil. Das Schlimme ist, du musstest dir jede Woche so eine neue, so eine Quatsch-Diät ausdenken. Erdbeer-Diät. Zitronen-Diät. Ich weiß schon, welche nächste Woche kommt. Das ist die Pointe von dem ganzen Artikel. Also, dafür hat die Apfelkur zwei Vorteile, die unübersehbar sind. Erstens ist sie so billig wie keine andere und zweitens machen Äpfel nicht nur schlank, sondern auch schön. Sie enthalten Vitamine, die unser Wohlbefinden steigern und sorgen mit dem Wirkstoff Pektin für die Senkung des Cholesterinspiegels und die richtige Stuhlkonsistenz. Siehst du, da braucht ihr auch dieses Heilmittel dann gar nicht. Ich zeige euch übrigens mal, ich weiß nicht, ob das der Erfinder dieser Diät ist, aber hier einer, der mit der Apfeldiät große Erfolge feiert. Okay. Bis auf die, das vor allem für den Haarwuchs offenbar sehr gut. Hier vorne die Haare. Oh, Shadow.
Shadow Dragon schreibt gerade, kann man diese 10, ob man die 10 Äpfel nicht vielleicht auch einfach in einem Kuchen. Dann doch lieber Schweden zu tun. Hoppla, da war der Countdown wieder. Naja. Also, einen wahren Siegeszug trat diese Kur während der 50er Jahre an. Ja, wir hatten ja nichts. Durch sie wurden die ersten Nachkriegs-Speckbäuche reduziert. Ja, genau. Was? Die Menschen so fett aus dem Krieg zurück. Die Leute, das war das große Problem. So, jetzt ist der Krieg endlich vorbei. Wie werde ich denn jetzt mein Fett los? Oh, verdammt. Den ganzen Tag nur zu Hause gesessen und gefressen. Und dann noch die ganze frische Luft, weil ja keine Wände mehr da sind und kein Dach. Jetzt hallo, bitte, es geht hier um Ernstes, nämlich... Jetzt, wenn ihr eure Apfeldiät plant, geht davon aus, dass ihr fürchterliche Entbehrungen auf euch nehmen müsst, denn Vorsicht, Alkohol ist während der Kur streng verboten. Schon ein Glas Wein kann schon genügen, durch. Um sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Seien sie also mal hart zu sich selbst. Was ist denn, wenn man Apfelwein ist? Was ist damit? Weiß ich nicht, steht vielleicht hinten noch. Also die Diät dauert insgesamt. Also ihr müsst euch kasteien und insgesamt 2 Tage keinen Alkohol trinken, weil so lange geht die Diät. Was? Das ist alles. Erster Tag. 2 Tage Diät, das ist für keiner Scheiß. Erster Tag und zweiter wirklich? Tag. Ja, also es sei denn, die wird dann geloopt. So lange, bis man dünn ist, kann sein. Ich fasse jetzt mal zusammen. Also am ersten Tag ausschließlich Äpfel. 10 Stück über einen Zeitraum von 12 Stunden verteilt. Okay. Zwischendurch sind nur ein paar Tassen Kräutertee gestattet. Milch ist nicht erlaubt, Kaffee regt sie zu sehr auf. Mineralwasser. weil die Laune nach 10 Äpfeln sowieso schon am Boden ist. Kaffee regt sie zu sehr auf. Der scheiß Kaffee. Gerne, hast du heute wieder Kaffee gehabt. Geht gar nicht. Mineralwasser sollte man auch nicht trinken. Das kann zu Blähungen führen. Wenn schon etwas anderes als Kräutertee, dann höchstens Pfefferminz oder Hagebuttentee. Der beruhigt nämlich ebenfalls den Magen. So, jetzt Tag 2. Okay. Der ist sogar unterteilt. Zweiter Tag, Frühstück. Kräutertee mit Honig gesüßt. Dazu 2 gebratene Äpfel ohne Schalen. Zweites Frühstück. Circa 400 Gramm. So wie bei den Hobbits. Ja. Circa 400 Gramm geriebene Äpfel, geschält. Die Hälfte der Menge kann aber auch aus geriebenen Karotten bestehen. Dann ist es die Karottenapfeldiät. Mittags warmes oder kaltes Apfelpüree mit Süßstoff oder 3 bis 4 im Rohr gebratene Äpfel, geschält. Also was lernen wir? Apfelschale ist voll scheiße und man kann beliebig mit Honig oder Süßstoff hantieren, weil Zucker bekanntlich nicht dick macht. Was ist denn im Rohr gebracht? Was ist denn ein Rohr? Also ein Backofen. Ach so, okay. Genau. So, dann nachmittags 200. Wobei, wenn es sich an die Nachkriegsfettsäcke richtet, also ihr könnt es auch im Panzerrohr warm machen, wenn da noch was rumsteht. Ja, bei euch. Ein Souvenir mit heimgebracht hat. Ja. Nachmittags gibt es wieder 250 Gramm geriebene Äpfel. Die Hälfte davon kann wieder durch geriebene Karotten ersetzt werden, damit es nicht so einseitig ist. Und abends schließlich 2 Esslöffel Reis in Wasser kochen, nach 12 Minuten Wasser abgießen, einen Apfel in kleinen Stücken hinzugeben, 10 Minuten dünsten, mit Süßstoff abschmecken, etwas Zitronensaft. Vor dem Schlafengehen, na? Ein Apfel? Ein Apfel natürlich. Mit Melissentee. Moment mal, aber der Kaffee regt mich auf, aber dass ich den ganzen Tag diese scheiß Apfelvarianten fressen muss, das nicht. Ja, der Kaffee wäre halt dann noch der heiße Stein drauf. Vor allem, ich würde halt lieber dann auf den zweiten Tag über nur 10 Äpfel fressen, weil dann müsste ich mir wenigstens nicht merken, auf wie viele unterschiedliche Arten ich dann trotzdem das gleiche fressen muss. Du kannst es ja loopen, wie gesagt. Vielleicht kannst du auch die Tage beliebig austauschen. Naja, und jetzt das kann ich nicht vorlesen, weil das müsst ihr selber lesen. Wieso? Welche Diät nächste Woche im Goldenen Blatt drin ist. Ja, so. Was?
Die fressen die. Können wir nicht die machen? Wir können doch die von denen mit den Äpfeln jetzt überspringen und gehen halt sofort zu der. Lieber, das ist so geil. Lieber Schnachzapfel, kannst du uns als nächstes bitte die Nummer 31 oder seit 78 zuschicken? Bei der sie. Ich glaube, die habe ich intuitiv schon drin. Ja, hier im Chat, auch. Der was José Josie N. Nutt schreibt, er macht die schon ewig, er weiß nicht so recht. So. Gar nicht so schlecht. Fressdiät ist auch gut. Ja, machen wir. Fressdiät, Holzfräse halten. Halt die Fräse. Ich hab doch gar nichts gesägt. So, ist das wirklich große Liebe? Haben wir noch einen Tipp für Sie? Gehen wir noch durch, oder? Es ist halt, gut, ihr stellt euch jetzt vor, nächste Woche ist leider erst für ihn. Wir brauchen die 31 Schnachzapfen. Ist wichtig. Also, es ist jetzt ein persönlicher Test. Du weißt schon, dass Eddie jetzt versuchen wird zu kriegen, ne? Ja, das ist das Goldenes Blatt Nummer 31, 1978, vom wahrscheinlich 26. Juli. Goldenes Blatt. Super, super Heft. Da ist die Fressdiät drin. Also, ist es wirklich große Liebe? Heute für Sie, nächste Woche für ihn. Also, mal schauen. Was für eine Frage werden Sie sagen? Natürlich liebe ich ihn. Aber können Sie sagen, ob es eine dauerhafte Liebe oder nur ein Strohfeuer ist? Dieser Test gibt Ihnen die Antwort. Für die folgenden Fragen haben Sie drei Antwortmöglichkeiten. Ja, nein, vielleicht. Aus der unten stehenden Tabelle erfahren Sie, welche Punktzahl Sie erreicht haben. Mhm. So. Erste Frage. Sind Sie den ganzen Tag nervös, wenn Sie wissen, dass er Sie anruft? Ja, damals hatte doch noch nicht jeder ein Telefon. Ja, die Leserinnen. Ich sag ja. Du sagst ja. Fritz? Ja, schon. Gut. Also ist ja jetzt noch eher am Anfang, ne? Dann notiert ihr mal einen Punkt für jeden von euch. Achso, warte. Sekunde, muss ich hier kurz. Der Chat kann ja mitzählen. Also jeder hat einen Punkt bisher. Zweite Frage. Sie werden zu einer Party eingeladen. Erkundigen Sie sich vorher, ob er auch hinkommt. Nee, weil, also wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Kommt man wahrscheinlich ein bisschen darauf an, in welchen Kreisen man unterwegs ist, oder? Wahrscheinlich in ähnlichen Kreisen. Ihr kennt euch ja. Ja, aber wir können uns ja aus unterschiedlichen Bedingungen kennen. Also ich sag vielleicht, weil ich bin da eher casual. Ja, ich auch. Also zwei Punkte für jeden. Macht drei insgesamt. Zwei Punkte für jeden? Dafür, ach für, so. Vielleicht gibt es zwei Punkte, okay. Genau, und für Nein gibt es drei. Ist doch scheißegal jetzt. Frage drei. Er wird bei einer. Das ist nicht scheißegal, jetzt geht's um Gefühle. Ja. Okay. Frage 3. Die sind nicht scheißegal, weißt er du? Wird, Gefühle. Er wird bei einer Rauferei, in die er verwickelt ist, von einem kleineren Jungen verdroschen. Von so einem Monegassen. Von einem Monaco rein. Ich wurde von Monaco Carlo verdroschen, aber der ist nur so groß wie ein Daumen. Aber er war stark. Ist Ihnen das peinlich? Das kommt ja drauf an, wenn der voll also stark ist. Nee, ist mir nicht peinlich. Ich stehe zu meinem Mann. Würde ich auch nicht sagen, ist peinlich. Der hat bestimmt beschissen, der Kleine. Das ist immer so diese... Die Fiesen, gell? So diese die Kleinen, ja, die sind so, die sich immer so beweisen müssen. Ja, furchtbar, so total unentspannt. Okay, also nein. Das heißt ein Punkt. Nein. Nee, Moment. Bei C gibt es für Nein zwei Punkte. So. Bei zwei Punkte? Sollen wir jetzt 5 und 5? Okay. Nee, ihr habt... 5. Ja. Genau. Und 5. Das ist das andere 5. Er erzählt, ja. Frage 4. Er erzählt Ihnen, seine Mutter träfe sich oft mit einem Jugendfreund und seine Eltern würden deshalb streiten. Brechen Sie die Verbindung ab. Hä? Hä? Wenn, weil wenn die Mutter sich mit einem Jugendfreund trifft. Wenn seine Mutter seinen Vater bescheißt, wendest du dich dann von ihm ab. Nö. Hä, hey, sind mir doch die Eltern egal. Naja, da geht es ja um die Gesellschaft, Familie. Also da bitte. Wird getuschelt. Ja. War das ist doch Leid egal. Leid Renshow. Na. Nicht, oder? Nee, wir sagen beide nein. Was wie viel dann? Ihr habt dann Punkte? Beide haben wir ein Foto von ihr? Ihr habt beide also einen Punkt dann. Und das 1 zu 6. Es geht ja um einen ihn. Ja, wir sind doch die Frau in der... Ach so, okay. Haben wir ein Foto von ihm.
Ich möchte schon gerne wissen, wo. Ja, das ist der mit dem vollen Haar von der Apfeldiät. Ich habe auch genau an den Apfeltypen gleich gedacht. Nee, Heino. Heino, oh Gott. Wenn Heino noch die Frisur von dem Apfeltypen hätte. Frage 5. Kaufen Sie grundsätzlich Whisky, weil es Ihr Lieblingsgetränk ist, obwohl Sie selbst viel lieber Likör trinken? Und jetzt nimmt ihn Lady Whisky ganz zärtlich in den Arm. Was heißt denn grundsätzlich? Also kaufe ich mir dann selber gar keinen Likör? Also egal bei welchem Kauf, du wolltest Brot kaufen. Ich wollte eigentlich nur 2 Tage Äpfel fressen und habe schon wieder eine Kiste Whisky mit nach Hause gebracht. Aber Apfelwhisky. Gibt's ja von. Nein, von mein Alkohol ist man sofort raus. Das darf man doch nicht. Also was? Kauft ihr grundsätzlich den Whisky, weil es der Lieblingsdrink ist, obwohl du lieber Likör trinkst? Fritz, du bist doch so ein Likör-Typ und kein Whisky-Typ. Aber sag mal, sie kann einfach beides kaufen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Wenn Leute, vielleicht Leute, die ein Telefon haben, können Geld sich auch beides zwei leisten. Flaschen Schnaps. Die haben ein Telefon. Natürlich, die sind reich. Ja, nein, also dann vielleicht. Sagen wir vielleicht. Vielleicht. Gut. Was gibt es denn für vielleicht? Vielleicht ist 3 Punkte. Also 9 sind wir jetzt dann beide. Das heißt ja auch, dass du nicht, irgendwie unentschlossen bist. Warum ich getrennte Punktzahlen führe, weil wir sind total austauschbar. Wir sind Frage, dieselbe Person. Nächste Frage. Würden Sie Ihre Kleidung nach seinen Wünschen auswählen? Warum trägst du nicht mal schwarze Unterwäsche? Nee. Na, das würde ich... Nee. Ich glaube, Fritz, du lässt dich von Michi beeinflussen. 3 Punkte für jeden. Nächste Frage. Aber ich würde sagen vielleicht. Nein, ich möchte vielleicht sagen. Okay, wie viele Punkte kriegt Fritz dann? Kommt ja immer sehr auf die Situation an. Also bei Frage F mit der Kleidung ist nein 3 Punkte und vielleicht 2. Also 11. 2. Okay. Dann nächste Frage. Sie treffen ihn zufällig in der Stadt. Er kommt aus einer Bar. Ist Ihnen das unangenehm? Nö. Ach so, weil das auch gesellschaftlich geächtet ist, wenn man tagsüber trinkt oder was? Ich frage für einen Freund. Das ist ein bisschen wie der Void-Kampftest, oder? Jetzt bräuchtet ihr doch so dieses pumpende Dings da so aufs Auge. Dann so, ist das mit dem Raumschiff in der Wüste. Star Trek, was man nicht gewinnen kann? Das ist der aus Blade Runner. So, du bist in der Wüste, dein Angebeteter kommt aus einer Bar, du nimmst deinen Angebeteten und legst ihn auf den Rücken, er strampelt und strampelt. Wieso sollte ich das tun? Das ist nur ein Test. Wir bestellen nichts. Also es ist mir, wobei ich muss ja roleplayen. Das wäre mir schon peinlich, weil es geziemt sich eigentlich nicht, dass man tagsüber hier. Du bist echt Hildegard, ne? So eine in den 70ern. Du wärst eine gute Frau in den 70ern. Mir ist egal. Also Michi ist es unangenehm, der kriegt einen Punkt. Dir ist es wurscht. Nee, es ist dir egal, oder? Also dann ist es nicht unangenehm. Kriegst du 2 Punkte. Komischweise vielleicht sind wieder 3. Bei 13 Punkten. Ich wollte sagen. Nächste Sehr Frage. Gut. Ist es Ihnen egal, wo er Sie küsst? Wo, nicht wohin? Ach so. ja. Ja, ist mir egal. Also, aber es sind natürlich also, die Vorstellungen der 70er, ne? Ja, wenn das auf dem Amt wäre, dann wäre das nicht gut jetzt. Weiß ich nicht, ich bin doch eher so eine Brave. Auf Arbeitsamt. Auf dem Amt überhaupt. Also trägt er Frauenkleidung, wenn er aus der Bar rauskommt? Strapse und BH, ich wäre so gern ein Mädel, genau wie mein Papa. Das Hemd hast du schon an, das Richtige. Ja, ich wollte nämlich immer Holzfäller sein. Ja, das ist gut. Also der Hintergrund. Wenn das einfach so schneiden würde, Hammer. Ey, irgendwann mache ich das mal. Irgendwann mache ich das mal. A Lumberjack. Das wäre echt gut. Okay. Also ist es euch egal, wo er sie küsst? Also euch küsst? Nein, also das geht nicht, weil man das zum Beispiel bei den Eltern wäre oder so Das ist ja auch ein bisschen die Frage, wie jetzt, ne? Also macht man da jetzt wild rum oder ist es halt nur ein Küsschen oder, also das ist ja auch ein bisschen, das ist ja schwierig zu sagen. Also ich bräuchte mehr Details.
Die kriegst du jetzt aber nicht. So wie in den 70ern halt. Dann sage ich mir, es ist mir egal. Weil ich kann es ja auch beeinflussen. Also ich muss ja nicht bei jedem Michi Scheiß mitmachen. Michi ist es nicht, ne? Unangenehm. Michi kriegt... Michi ist unangenehm. Der kriegt einen Punkt. Und Fritz ist es nicht unangenehm. Der kriegt 3 Punkte. Geil, ich gebe Führung. Jetzt stehst du aber so, 2 Punkte voraus. Jetzt finden Sie die Redewendung, ich würde für ihn durchs Feuer gehen, auf Sie zutreffend. Würdet ihr für ihn durchs Feuer gehen? Ich sage vielleicht, kommt ja auch wieder auf die Umstände an. Hey, meine, natürlich jetzt vorhin in dieser Bar. Wenn ich jetzt herausfinde, dass er DDR-Spion ist, dann vielleicht nicht. Also? Ach ja, also ich würde für ihn durchs Feuer gehen, ja. Also dann kriegt Michi einen Punkt und Fritz? Ich sag vielleicht. Fritz kriegt 3 Punkte. Oh, jetzt aber hier. Jetzt gehe ich aber hier im Vorlauf. 15 zu 19 Punkte. Letzte Frage vor der großen Gewissensfrage. Meinung. Wenn Ihre Eltern Ihnen diesen Umgang verbieten, würden Sie sich mit Ihnen anlegen? Ja. Nee, weil ich hätte dann keine Perspektive. Also nein. Ich hätte keine Chance. 2 für Michi. Fritz, du würdest... Ich sag ja. Ja, du bist auch so ein Rebell. Du wärst wahrscheinlich auch gegen den Schar auf die Straße gegangen. Du kriegst 3 Punkte. Es wären 22. Und jetzt kommt die Gewissensfrage. Sozusagen die Bonusfrage. Folgendes Lustiges ist... in echt wäre ich eigentlich sogar eher so, dass ich... Kurioserweise gebe ich doch viel drauf, was zum Beispiel meine Eltern sagen bei sowas. Aber jetzt hier in dieser Rolle tue ich es nicht. Was ist, wenn er und deine Eltern in Frauenkleidern aus der Bar kommen zusammen und, und alle haben eine Flasche Whisky in der Hand? Wenn es meine Mutter ist, kein Problem. Dann haben sie alle 3 die Apfeldiät verkackt am gleichen Tag. Am ersten Tag. Hauptsache, ich kriege meinen Likör. Nach dem Frühstück gleich in die Bar. Die Gewissensfrage. Ja, wohin sonst? Das ist Urlaub. 10 Äpfel im Magen. Folgendes ist passiert. Sie waren mit ihrem Freund auf einer kleinen Party. Sie haben getanzt und gelacht und sich sehr gut unterhalten. Gegen Mitternacht hat er sie zur Bahn gebracht und ihnen sehr zärtlich eine gute Nacht gewünscht. Sie sind sehr glücklich, erfahren aber 2 Wochen später von einer guten Freundin, dass ihr Freund die Nacht mit einer anderen verbracht hat. Sie sind, und jetzt hört mal ganz tief in euch rein, wütend, empört und zornig, also die Sau, oder traurig, enttäuscht, verzweifelt, oder entschlossen, ihn nie wiederzusehen und brechen die Verbindung ab, oder zwingen ihn zu einer Aussprache. Bitte nur eine Antwort. Also Zorn kann es ja nicht sein, weil wir haben ja vorhin schon etabliert, dass mich nur Kaffee so verdammt wütend macht. breche die Verbindung ab, weil das ist ja wohl, also ein Punkt für mich. Wie stehe ich denn da? Das ist ja furchtbar. Was sind die 4 Optionen nochmal? Wütend, traurig, entschlossen, ihn nie wiederzusehen, Verbindung abbrechen oder zu einer Aussprache zwingen. Das Blöde ist ja, dass es ja eher eine Kombination dann wäre, aber ich bin jetzt eher wütend. Also ich bin eher. Dann sind es 6 Punkte für dich. 6 Punkte für mich. Ja. So, und jetzt brauche ich eure Punkte. Moment, 6, dann hat Fritz 28. Ich habe 18, also Fritz mit 10 Punkten Unterschied. Dann fangen wir an erstmal mit Michi. Das ist im Mittelfeld ihr augenblicklicher Freund. Mag zwar ganz begeistert von ihnen sein, aber auch nur bis zu dem Augenblick, in dem er erfährt, dass sie gerne mit dem Feuer spielen. Flirten ist für sie ein Sport, bei dem sie sich austoben. Aber so ganz ernst meinen sie es ganz bestimmt nicht, denn für eine dauerhafte Bindung sind sie noch zu sprunghaft. Erstmal genießen und dann sehen wir weiter, heißt ihre Devise. Das stimmt doch irgendwas überhaupt. Wir haben uns genau das genaue Gegenteil davon gemacht. Tja, du warst noch nicht unterwürfig genug. Irgendwo warst du noch ein Tick rebellisch gemuckt. Irgendwo hast du noch nicht komplett unterworfen. Ein paar Jahre früher hätte dich Dr. Freeman mit einem Eispickel schon zur Raison gebracht. So, da wärst du doch nicht so aufmüpfig gewesen. Und Fritz, bei Ihnen scheint etwas schiefgelaufen zu sein. So, und jetzt zum Ergebnis deines Tests. Jedenfalls ist der Freund, mit dem Sie im Augenblick verbandelt sind, nicht der Richtige. Sie lieben ihn nicht. Hat er als Lückenbüßer einspringen müssen? Ein gefährliches Spiel. Verbrennen Sie sich nicht die Finger dabei.
Hä? Du bist auch so geil. Fast alles von den, fast alle von den Sachen, da hat er Scheiße gebaut. Ja, es ist deine Schuld. Du aber bist die Frau. Frau soll dann, ist die Schuld, ne? Ja, die Schuld, ja, das, da, daher ist ja dann auch das Magazin Meine Schuld, ist daraus hervorgegangen. Hä? Aber das hat doch jetzt auch überhaupt nicht zu dem gepasst, wie Fritz den Charakter geroleplayed hat. Das ist doch irgendwie, das ist doch im Game Design schon völlig daneben. Halt, es darf halt schon, also es darf halt auf keinen Fall darauf hinauslaufen, dass die Frau irgendwie da zu viel Kontrolle hat. Das ist im Zweifelsfall, ja, macht sie dann irgendwas falsch. Vergiss es, Brenner, es waren die 70er. Die Kleidung, die Musik. Wollen wir noch ein Horoskop machen? Ja, ich wollte gerade fragen. Dann gehen wir nämlich ins Bett. Wir sind die Haier. So, Fritz ist Stier, ne? Nee. Oh ja. Alles, was sich bei, also jetzt dein Horoskop 4 Jahre vor deiner Geburt. Alles, was sich bei Ihnen abspielt, unterliegt glücklichen Strömungen. Sie haben immer noch die besten Möglichkeiten, Ihre Eignung für schwierige Aufgaben zu beweisen. Das macht vital und unternehmensfreudig. Sie sollten Ihre Einstellungen zu materiellen Werten einmal gründlich prüfen. Überschätzen Sie da nicht die Gewinne, die Sie erzielt haben. Ne? Bist reicher als du denkst. Ich glaube aber eigentlich ganz gut. Scheiße, dass ich das verpasst habe. Ja. Die Woche. Das wäre eine gute Woche geworden. Verdammt. Und ich war nicht da. Verdammt. Fritz, Michi, man wird Sie um Rat fragen und Ihre Hinweise und Informationen zu schätzen wissen. Sie stehen im Mittelpunkt des Interesses, nicht zuletzt, weil Sie sich auch als Partner und Freund bewährt haben. Fangen Sie aber nur nicht an, alles herunterzuspielen. Diese Bescheidenheit kauft Ihnen niemand ab. Urlaub und Kuren sind jetzt besonders günstig. Das stimmt allerdings. Da stand ich noch nicht mal als Joghurt im Regal und trotzdem hätten Leute schon hierher auf mich gehört. Marke, schau jetzt so. Mach doch mal wieder Urlaub hier, Ischgl oder so. Ja. So, Martin ist Löwe, weiß ich. Martin kriegt noch, nachdem Ihnen ein Stein von der Seele gefallen ist, dürfen Sie eine Atempause einlegen. Jetzt beginnt die Regeneration. Das heißt aber auch, dass Sie mit Ihren ständigen Klagen aufhören müssen, wenn man Ihre Vorschläge zu den Akten legt. Lassen Sie einmal andere zu Wort kommen und ihr Können zeigen. In Herzensbeziehungen gibt es gute Chancen. Und damit beenden wir die heutige Freizeitrevue. Ja, und was ist mit dir? Er ist doch auch Löwe. Ich bin auch Löwe. Ach so, okay. Genau. Cool. Das war ja wieder lehrreich, dramatisch, interessant, überraschend und hoffentlich auch ein bisschen witzig. Hildegard ist immer noch ein bisschen baff. Ich muss gestehen, ich fand die 50er und 60er, da war irgendwie ein bisschen mehr los. Ja, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon etabliert. Das war doch diese Killer-Ausgabe, wo in dem gleichen Heft irgendwie die Königin und der Erstbestieg des Mount Everest und sowas drin war. Das ist schwer zu toppen. Es kann ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt irgendwie bis in die 90er warten müssen, bis es mal knallt. Also. Ich glaube, es hat schon vorher geknallt irgendwann. Wir können ja in der nächsten Ausgabe mal wieder ein bisschen zurückgehen in die 60er, weil wir haben ja hier noch die Freundin. Heiraten um jeden Preis. Meine Tochter, 19 Jahre, eröffnete mir, dass sie ein Kind bekäme. Solche Probleme und so weiter. Sie schreiben, ein billiges Mädchen, mein Mann der Schwächling. Skandal um meine Tochter. Das klingt aber alles nach interessanten Themen. Ja. Was ist denn da los? Mein Mann, der Schwächling. Das wird wieder fürs nächste Mal geteasert. Das kann nicht wahr sein. Genau. In der nächsten Ausgabe sehen wir Königin Elisabeth ganz privat. Dann mein Mann, der Schwächling natürlich. Dann gibt es medizinische Hinweise, Frauenschmerzen. Schlank und lebensfroh. Mhm. Plusform hilft bei Magerkeit. Damals war Magerkeit noch ein Problem. März, Spezialdragees. Nicht mal hier entkommst du dem März, ne? Sogar in den, well, 60er Jahren, das passt sogar. So. Sidolin, Burdamoden, Haarspray. Entfettet das Haar, festigt die Frisur und im Bikini flirt mit der Sonne. Also da ist noch einiges drin für die nächste Ausgabe. Die gibt es dann wahrscheinlich wann? In einem Monat vielleicht, wenn wir Glück haben. So was. Was ist nächsten Montag? Habe ich im Urlaub. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Da komm mal mit. Nee, ist nicht angekommen.